Freunde der deutschsprachigen Warcraft-Unterhaltung, es ist soweit, wir krönen mal wieder einen deutschen Meister zum 6. Mal, aber das erste Mal offline. Das erste Mal seit 12,5 Jahren, damals wie heute, sind wir in Köln und ich glaube, wir haben ja schon ein paar Leute sitzen. Köln, seid ihr wach? Sehr schön, das gefällt mir, so kann es weitergehen. Das zweite Warcraft 3 Offline-Event in nur 4 Wochen. Das letzte Mal war in Hamburg und ich komme auch aus Hamburg und ich habe gedacht, für diese Meisterschaftsfinals brauche ich ein bisschen Support. Ich laber da immer was auf dem Stream, aber ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung. Dementsprechend an meiner Seite, ebenfalls aus Hamburg, fast auf den Finals als Spieler gewesen, der gute Leon. Hi! Wie ist es für dich, als Caster hier zu sein, wo man so knapp an den Playoffs selber vorbeigeschrammt ist? Tatsächlich sehr schmerzhaft. Es war schon echt schwierig, auch gerade gegen Ente, es war knapp, 2-1 leider verloren. Aber dann könnte ich sonst nicht hier sein, weißt du? Deswegen, ich freue mich eigentlich umso mehr jetzt einfach als Experte hier sein zu können, zu casten, Spaß zu haben. Und ich finde, es ist ziemlich offen heute. Ich finde, es sind Top-Spieler hier und es wird einfach ein geiles Finale. Wir haben in dieser Season einiges anders gemacht. Dementsprechend haben wir nicht nur 3 Leute hier wie in den letzten Finals. Wir haben 5 Leute hier. Und wenn es ein Warcraft 3 Offline-Event gibt in den letzten 15 Jahren, dann ist ein Mann an meiner Seite und der geht auch nicht weg. Remo, was geht ab? Es ist schön, hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, wir waren schon mal hier, aber diesmal ist es eine ganz andere Atmosphäre. Es ist geil, die 6. Finals hier auszutragen mit Publikum, mit Spielern vor Ort und auch mit mehr Personal, wenn man so will, als man sonst gewohnt ist. Es wird eine große Freude heute. Nicht nur wir sind dabei, Slash auch natürlich immer ein breiter Kumpane während der laufenden Saison. Und wir haben Profispieler. Also, das sieht mir fast so aus für die besten Finals und die beste Season aller Zeiten. Ist das so, Remo? Das haben wir ja noch nie gesagt, aber ja, du hast gesagt, Profispiel leer. Natürlich ist nicht nur Leon am Start. In den McDonald's Spotlights der ganzen Season haben wir mit einem Mann am liebsten gesprochen. Das ist der gute Wahn. Du hast gesagt, du willst unbedingt auf die Finals, du willst es schaffen, vor Publikum sein und so. Jetzt bist du da. Ist es so, wie du das erhofft hast? Ja, definitiv. Also erstmal moin moin und ich bin mal gespannt. Also wir haben ja ein paar nette Spiele heute zu sehen und ich bin einfach froh, hier zu sein. Ich glaube, wir werden einen schönen Samstag haben heute. Denke ich auch. Du bist ja an unserer Seite schon seit Season 1. Wir haben diese Saison so ungefähr alles auf den Kopf gestellt. Wir haben das System verändert. Wir haben die Punktevergabe geändert. Wir haben mehr Preisgeld am Start. Wir hatten Kameras, wir hatten Statements. Es wurde einfach alles auf 180 Grad gedreht. Dein Statement zu dieser Season. Waren die Ergänzungen gut? Haben wir da ein bisschen was richtig gemacht? Also ich fand, das war so an sich eigentlich die interessanteste Season, die wir haben, einfach auch wegen den Statements. Da wurde auch nochmal so ein bisschen ein paar Jokes reingebracht, es gab mal was Neues, der ein oder andere, also gerade X-Lord ist ja auch dafür bekannt, mal ein paar Trollvideos zu machen. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen was dazu beitragen können in dem Sinne mit meinen Statements, auf dem E-Bike zur Arbeit zum Beispiel. Also da waren schon ein paar potenzielle schöne Änderungen jetzt auch dabei und spielerisch waren auch wirklich super gute Spieler auch wieder diese Season dabei. Wir hatten einen Kevin gegen Ente auf Springtime gehabt mit, weiß ich nicht, einem Alchi Level 6, glaube ich. Also die Season war bis jetzt schon ziemlich, ziemlich geil. Und wir haben nicht nur die Season verändert, wir haben auch die Playoffs verändert. In den letzten Malen war es immer Single Elimination. Jetzt haben wir quasi so ein halbes Double Elimination. Also wir haben heute nicht nur 3 Spiele, sondern 4. Und mehr Warcraft ist natürlich immer mehr gut. Leon, was sind so deine Erwartungen für den heutigen Tag? Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, es ist alles offen. Natürlich, X-Lord, Top-Spieler, wird davon abhängen, wie sie in der Lage sind, heute Abend einfach das abzurufen, was sie am besten können, auch die Ideen, die sie haben, einfach umzusetzen. Ich freue mich einfach auf diese Matches. Ich bin gespannt auf X-Lord gegen Kevin. Kevin, fand ich, war auch sehr stark in der ESL-Meisterschaft, auch im Best-of-3 gegen X-Lord. Es war ein sehr knappes Ding, meiner Meinung nach. Dementsprechend, alles kann passieren. Und ich freue mich jetzt gleich einfach zu sehen, was die dann aufs Feld bringen sozusagen. Die ganze Season war extrem knapp. In den letzten 2 Jahren, da war es immer so, nach Spieltag 3 war eigentlich relativ klar, wer in die Playoffs kommt. Diesmal war alles anders und wie die Season gelaufen ist, seht ihr jetzt? Da ging es nämlich zwischenzeitlich um Map-Verhältnisse, wer hier in die Playoffs kommt. Natürlich X-Lord, wir müssen da nicht groß drum herum reden. Der hat alles gewonnen. Der hat nicht nur alle Series gewonnen, der hat auch alle Maps gewonnen. Hat noch immer eine weiße Weste. Mal gucken, ob da heute das jemand beflecken kann. Dahinter Kevin auf 2. Der war vorher noch nie auf den Offline, also auf den Finals. Jetzt direkt 2. Platz, direkt im Offline-Bracket, direkt Platz 3. Garantiert für Kevin. Remo, für dich eine Überraschung oder eine natürliche Weiterentwicklung?
Eine Überraschung vielleicht, wenn wir vorherige Ergebnisse bedenken, aber ich finde es vor allem schön, die jungen Spieler so weit vorne mitspielen zu sehen und die Arbeit, dass sie sich auch endlich auszahlt. Kevin und Scars sind neu dabei quasi, sie sind nicht die alteingesessenen Profis schon von vor langer Zeit. Xlord und Todd, die wir auch natürlich heute sehen, die sind schon immer mit dabei. Solange wir eigentlich schon Warcraft kennen, aus den alten Zeiten, aber Kevin und Scars, die können jetzt mit denen mitmischen, ganz vorne mit dabei. Und ja, Kevin auf dem zweiten Platz. Es war so knapp zwischen ihm und Scars, wer da am Ende im Upper Bracket landet. Und ja, Kevin hat sich hervorgetan als bester Nachtelf-Spieler Deutschlands und auch kein leichter Gegner für Xlord. Das haben wir schon beim Arcadia gesehen, das haben wir bei der Dreamhack schon gesehen. Da geht's heiß her zwischen den beiden. Slash, du bist ja auch quasi seit Season 1 mit uns dabei. Wir haben lange Zeit auf den Finals immer dieselben Leute gehabt. Da war natürlich ein Wahn, da waren Ente. Diese Formation hat ein paar Brüche bekommen. Letztes Mal, als Francis da reingerutscht ist. Jetzt haben wir quasi das Feld halb ausgetauscht mit Scars und Kevin dabei, Todd und Xlord als Veteranen. Woran liegt das? Also ich würde sagen, das liegt auf jeden Fall mit daran, dass vor allem Kevin und Scars, die ja jetzt neu mit drin sind, Scars überhaupt ist in der zweiten Saison mit dabei, aber das sind zwei Spieler, die anders rangehen als die alteingesessenen Hasen. Todd und Xlord verlassen sich sehr viel auf ihren Grundskill und verbessern nur kleine Feinheiten, währenddessen Kevin und Scars beide Spieler sind, die sich extremst viel mit dem Spiel beschäftigen. Ich bin mit Scars nach Hamburg zum Rowerland gefahren. Auf dem Weg dahin saß er neben mir im Auto mit einem Schreibblock und hat sich Build-Orders aufgeschrieben und Strategien. Und wir haben von ihm auch im Podcast im Interview gehört, wie er sich vorbereitet. Er trainiert speziell die ersten Minuten des Games, die ersten 5 Minuten, Creep-Routen, um sich speziell darauf vorzubereiten und wirklich Sekunden, teilweise einzelne Sekunden rauszuholen. Spielt gegen den Computer, startet das Spiel und perfektioniert seinen Ablauf am Anfang. Und diese Akribigkeit, sag ich mal, die hat Kevin auch, der sich auch sehr stark damit beschäftigt, hat im Rowerland sehr viel mit Happy zum Beispiel auch gesprochen, tauscht Replays untereinander aus, hat damit den besten Spielern der Welt kommuniziert, hat sich Tipps geholt, trainiert viel mit Foggy, einem der besten Elfen der Welt. Und ja, dieses hartnäckig sein, dieses Dranbleiben und diese Bereitschaft, Kleinigkeiten zu verbessern, ist dann wahrscheinlich das, was am Ende den Ausschlagpunkt. Okay, dann habt ihr die Gruppenphase gesehen. Wir müssen natürlich das Programm für heute vorstellen und das ist der Rest der Playoffs. Wir hatten letzte Woche schon einen kleinen Vorgeschmack, ein kleines Warm-up für diese Playoffs. Hier habt ihr das Bracket Xlord und Kevin als 1 und 2 direkt im Upper Bracket Finale. Im Lower Bracket, Scars hat sich da 2-0 gegen Ente durchgesetzt und waren ganz, ganz knappe Kiste 2-1 gegen Todd. Woran liegt's, dass die Mäuse nicht mehr so performen und jetzt nicht mehr dabei sind, Leon? Ich glaube, es ist einerseits die Aktivität. Ich glaube, dass Ente und Wahn nicht so viel spielen wie die anderen Spieler. Das macht einen großen Unterschied. Ich weiß nur, wenn ich sehr viel spiele, habe ich auf jeden Fall eine Routine und auch ein gutes Gefühl, weiß genau die Abläufe, weiß auch, weil die Meta sich auch verändert, die Creep-Routen sich verändern, weiß ich genau zu reagieren auf bestimmte Situationen. Ich glaube, dass die beiden nach wie vor Top-Spieler sind und trotzdem haben sie es ja in die Playoffs geschafft. Aber ich glaube, ja, Arbeit zahlt sich halt aus, wenn man sich vorbereitet, wenn man viel spielt. Und das sehen wir jetzt hier. Und Todd natürlich einfach ein Top-Human-Spieler. Ich habe auch, glaube ich, im Statement auch schon damals gesagt bei der ESL-Meisterschaft, ich bin großer Fan von Todd. Also ich kenne ihn eigentlich quasi seitdem ich selbst spiele. Und selbst da war er schon lange dabei. Man merkt einfach, der hat eine Routine, der kann Dinge abrufen, die andere Spieler vielleicht mit weniger Erfahrung nicht hinkriegen. Und ja, ich bin einfach froh, jetzt zu sehen, dass mal sich was ändert. Jetzt mal Kevin zu sehen, Scars zu sehen, frisches Blut. Und ich glaube, die werden ganz, ganz viel mit reinbringen. Denke ich auch. Kevin und Scars haben erst einmal auf einer Bühne gespielt, Remo. Das war vor 4 Wochen. Wie wichtig, glaubst du, ist die Erfahrung? Zu wissen, wie es ist, vor Publikum zu sein und jetzt nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen zu werden? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es ist sehr spielerabhängig und das ist jetzt so die Feuertaufe. Ich glaube, man kann nicht wirklich vorher sagen, wie stark man da sein wird in solchen Momenten. Scars hat mir gesagt, eigentlich macht sie nicht viel aus. Eigentlich sieht es eher als Stärke. Ich kann dir persönlich sagen, wenn ich zum Beispiel weg müsste vom eigenen Setup und woanders spielen, ich bin ja generell sehr empfindlich, aber manche Spieler haben da gar kein Problem mit. Ich glaube, das wird auch sehr wichtig heute zu sehen, wie gut sich die Spieler anpassen können. Wie problematisch das dann vielleicht am Ende sein wird. Ich glaube, vorhin haben wir zum Beispiel von Xlord gehört, dass da ein PC ausgetauscht werden musste, weil man will natürlich vom Feeling her so nah am eigenen Setup von daheim dran sein, wie es geht. Selber Maus-Sensitivity, den Bildschirm gleich eingestellt und all das, alles sollte passen, so gut wie es geht. Oder man kann halt sich schnell einfach so anpassen und ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Ich denke, das könnte auch ein wichtiger Faktor werden heute. Ja, wer behält die Nerven zusammen? Scars, als er so angefangen hat, Meisterschaft zu spielen,
da ist er oftmals ein bisschen nervös geworden, auch online. Du kennst ihn ein bisschen besser als wir. Ihr seid im selben Clan natürlich bei den Ducks. Wie schätzt du ihn ein? Kriegt das hin? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er es hinkriegt. Ich glaube, die erste Season war, wie für mich jetzt auch meine erste Season, sehr wichtig, um erstmal einzuschätzen, okay, wo stehe ich in diesem Feld? Auch erstmal zum ersten Mal gegen die Spieler zu spielen, das ist einfach ein Unterschied. Man hat plötzlich Spieler, die man sonst vielleicht nicht trifft in der Ladder. Und da auch zu performen, zu reagieren, zu adaptieren, die richtigen Strategien zu finden. Und ich glaube, Skars ist jemand, er spielt sehr schnell. Ich finde auch, dass er das richtige Mindset hat für heute Abend. Er hat sich gestern mit mir auch mal vorbereitet. Wir haben uns auch noch mal hingesetzt und ein bisschen gespielt. Deswegen bin ich sehr positiv. Ich glaube, er wird sehr, sehr gut abliefern heute. Den perfekten Trainingspartner in dir da auch. Wie gut, dass du hier in der Stadt bist. Remo, das Bracket, ist es vorhersehbar? Es gibt natürlich unseren großen Favoriten, X-Lord, der oben stark platziert ist. Er hatte eine unfassbar starke Saison, so wie auch letzte Saison schon, so wie quasi jede. Natürlich alle 5 bisherigen Seasons hier gewinnen können in der Meisterschaft. Aber ich glaube, hier hat er diesmal die stärkste Opposition. Sein Matchup gegen Human ist extrem stark. Ich glaube, falls es zu dem Fall X-Lord gegen Todd kommen sollte, wird sehr schwierig für Todd. Aber Kevin hat bewiesen, dass er Maps von ihm nehmen kann und dass er ihm das Leben richtig schwierig macht. Und auch Skars mit seiner starken Ork-Rasse. Und das ist natürlich das Matchup, wovor X-Lord ein bisschen Angst hat. Die Frage ist für mich allerdings, wie stark wird X-Lord heute spielen können? Und das spricht auch für ihn, würde ich sagen. Er ist ein alter, abgebrühter Hase. Er hat schon so viele Turniere gespielt, er hat schon so viel LAN-Erfahrung auch sammeln können und normalerweise kann man sich auf ihn verlassen, oder? Hat er schon mal eine schlechte Leistung abgerufen? Hat er schon mal einen schwachen Tag gehabt? Hat er schon mal irgendwas nicht gestimmt? Hat er mal groß gefailt? Eigentlich nicht wirklich, ne? Also er war mal ein paar Mal nicht da bei Events, aber das war das eigentlich eher, es war online und nicht offline. Wenn es um offline geht, dann ist er eigentlich immer bei 100%, das ist klar. Ich bin gespannt, was es da gibt. Unser erstes Match ist X-Lord gegen Kevin. Wer kommt ins Grand Final und wer muss durchs Lower Bracket gehen? Und die Caster dafür sind Slash und Varn. Das ist richtig. Wir sind hier in unserer Caster-Booth angekommen, kurz einmal ein paar Schritte rübergerannt und werden jetzt gleich, ja, vielleicht das deutsche Topspiel sehen, was zumindest aktuell möglich ist. Wir haben Platz 1 gegen Platz 2 in der ASL-Meisterschaft mit dem amtierenden Meister mit X-Lord gegen den besten Nachtelf Deutschlands, wie es eben hieß. Mit Community und Herz wird er versuchen, sich hier gegen X-Lord durchzusetzen, aber da läuft er natürlich auch gegen eine anständige Macht an. Du als Teamkamerad von X-Lord natürlich, der viel mit ihm trainiert hat. Wie ist sein Matchup gegen Night Elf? Er hat eine Zeit lang da ein bisschen Probleme gehabt. Im Hamburg sah es mehr so aus, dass er sich ganz wohl gefühlt hat, vor allem gegen Foggy. Wie ist der aktuelle Stand da? Also X-Lord spielt ja unheimlich viel, auch in der Ladder gegen Nachtelfen. Colorful sind immer mit dabei, ein 15 Sway, auch jetzt ein K.O. seit längerem. Und gegen die trainiert er natürlich schon ganz gerne, weil das Meta sich da schon doch so ein bisschen gesettelt hat zwischen Undead und Nachtelf. Aber er noch nicht so ganz den Dreh rausgekriegt hat, wie macht Happy das? Also wie schafft er das dann auf 50, 60 Supply zu pushen und dann das Ganze dann in seine Gunsten zu bringen. Und da sind dann immer so kleine Punkte, wo er dann noch so ein bisschen mit hapert und versucht dann immer durch die Spiele das noch ein bisschen zu lernen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, ja, also er hat ein ziemlich gutes Auftreten gegen Nachtelf definitiv. Ich glaube aber nicht, dass es sein bestes Matchup ist gegen Nachtelf. Auf jeden Fall hat er da ganz gut trainiert. Jetzt ist die Frage, wir haben auch gehört, dass Kevin sich viel von Foggy zum Beispiel abgeguckt hat. Er hat Lawlight viel über die Schulter geguckt in Hamburg, hat sich viele Replays von denen angesehen. Die haben ja so ein bisschen anderen Style wie Kevin eigentlich und er versucht seinen Style eher an die Koreaner anzupassen. Ist es dann vielleicht sogar ein Vorteil für X-Lord, weil der in der Ladder eben gegen die Koreaner spielt und diesen Stil eher gewöhnt ist, als jemand wie Kevin, der vielleicht eher ein bisschen Richtung Off-Meter geht oder andere Timings hat. Ist es dann besser für X-Lord, wenn Kevin den Stil anpasst? Also ich denke, dass wenn Kevin tatsächlich diesen asiatischen Spielstil adaptiert, also wie du schon gerade angesprochen hast, von Lolai, ein Colorful oder ein K.O. auch, das wird schon schwierig, also alleine auch, weil da so viele feine Details sind, die man dann immer noch beachten muss, gerade auf dem Level. Ich weiß nicht, ob Kevin das so genau sehen kann, er ist auf jeden Fall trotzdem in den Season jetzt immer, hat er sich gut gesteigert. Ich denke, er wird natürlich auch versuchen, hier den X-Lord noch ein bisschen zu kitzeln. Er hat auch in der Gruppenphase diese Saison, hat er ja auch wirklich stark aufgespielt gegen X-Lord. Also ich sehe ihn da jetzt nicht ganz ohne Chancen. Allerdings muss er sich da auf jeden Fall schon ziemlich gut vorbereitet haben und ob es dann der asiatische Spielstil da so ganz hilft, das werden wir dann gleich sehen.
Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen, wenn der Deutsche Meister hier mit an den Start geht. Es sind nur noch wenige Sekunden, bis es gleich losgeht. Kurze Information noch für die Leute, die hier mit live vor Ort sind. Ihr dürft natürlich vorne direkt quasi vorm Eingang zu dem Ganzen hier steht ein wunderbarer Kühlschrank mit dem leckeren Bitburger 0,0, welches ihr euch holen könnt. Also vielleicht noch eine kleine Erfrischung vor dem Spiel für alle Zuschauer. Schlag zu, es lohnt sich, es schmeckt, denn die Jungs begleiten uns auch durch die ganze Season schon, genauso wie Müllermilch natürlich, die auch mit dabei sind. Und ja, jeden Moment geht's gleich los und wir gucken erstmal auf die Pick-and-Bun-Liste und werden sehen, welche Maps wir uns angucken werden heute. Und dann gucken wir mal da rein, das Ganze natürlich wie immer präsentiert von Bitburger, unsere Pick-and-Bun-Liste. Was würdest du bannen gegen Elf? Was ist so die Standardvariante? Oder gibt es die eine Map, wo man sagt, die will ich auf jeden Fall nicht gegen Night Elf spielen? Also momentan, also als Annett, glaube ich, wird er doch versuchen, also ich versuche ja jetzt aus der Sicht auch von X-Lot zu sehen, jetzt gegen Kevin. Also ich glaube, er wird natürlich schon versuchen, auf Concealed Hill zu spielen. Wir haben ja jetzt auch im Raraland, haben wir ja jetzt seine neue Strategie gesehen, die er schon vorher in der Ladder ab und zu mal gespielt hat. Ich denke, da wird er natürlich versuchen, dass er auf Concealed Hill doch nochmal spielen kann. Ich glaube allerdings, dass so die Standard-Maps, also gerade so Autumn Leaf, sind oft dann auch so Picks, die du als Annett nicht so unbedingt haben willst, weil der Elf relativ gute Creeprooten hat, um Level 3 zu werden. Der kann auch separat noch eine Echse aufziehen. Also das wird dann doch ein bisschen schwierig, da als Annett da allem einen Strich durch die Rechnung zu machen, und würde mich jetzt zumindest nicht wundern, wenn er hier gleich Autumn Leaves gebannt hat. Das könnte möglich sein. Wir gucken mal drauf, was die Bans sind. Was ist denn der erste Bann von X-Lord? Präsentiert uns das Ganze von Bitburger 0,0. Und X-Lord, oh, es ist nicht Autumn Leaves, sondern er bannt als erstes, was ist es? Shallowgrave. Shallowgrave ist es. Ist als erstes gebannt worden. Ja, das Mausinterne Bann, wie sie schon die ganze Saison darüber gesprochen haben. Das Mausinterne Bann, genau. Wobei jetzt Richtung Ende hin war es nicht mehr so viel bei euch. Da ging es dann einigermaßen. Ja, dann werden wir gleich gucken, was der zweite Bann ist. Auf der anderen Seite. Da haben wir den zweiten Bann. Das ist Springtime, müsste Springtime das sein. Sie ist hier leicht in Grau, genau. Springtime, eine der neueren Maps. Das ist die erste Season mit dabei gewesen, mit der freien Goldmine in der Mitte. Und auf der anderen Seite bei Kevin sehen wir auch... Der erste Bann von Kevin müsste Tidehunters sein. Genau, Tidehunters. Und das andere ist... Autumn Leaves, ne? Nee. Es ist, wenn man vielleicht die Farben reinbringt... Ja, wenn man die Farben reinbringt, wird es einfacher. Sofort, welche Map leider schwarz ist. Deswegen ist es schwierig zu erkennen momentan. Aber es könnte... Okay, wir sehen die Picks auf jeden Fall auf der anderen Seite da. Ah, jetzt haben wir die Farben bei den Picks. Sehr gut, okay. Da sehen wir, Pick von X-Lord ist Last Refuge. Vielleicht sogar Fast Expansion möglich gegen Elf. Wird ja ganz gern gespielt. Pick auf der anderen Seite von Kevin ist... Das ist Springtime. Das ist Springtime. Das ist Springtime. Und der Decider wird Concealed Hill sein. Concealed Hill, ja, eine Map, wo man auch ganz gerne dann mal mit den Gargoyles an den Start geht gegen Night Elf. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal. Springen also ins erste Game hinein dieser Series. Unsere Monitore hier sind gleich da. Ah, okay, 2-3 Minuten dauert es noch, sagt die Regie. Also die Spieler bereiten sich gerade noch vor. Sehen wir sie noch auf den Cams. Ja, X-Lord wirkt relativ entspannt. Das ist ja so routiniert, kann man sagen. Ne? Ihr habt gestern den Abend schon zusammen verbracht, du mit den Jungs. Gab es da was, wo du sagst, ich habe gemerkt, der ein oder andere ist angespannter als sonst oder so? Also ich denke, das würde dann eher, also die Vibes habe ich jetzt nicht so wirklich aufgenommen, also gerade nicht von X-Lord. X-Lord ist ja ein Routinier in dem Dinge. Also der hat ja schon viele internationale Turniere mitgespielt. Ich wüsste ja zumindest nicht, warum er hier jetzt nervös sein sollte. Ich meine, gut, ist jetzt natürlich so das erste Offline-Final mit Publikum, aber das ist auch so sein Ding, glaube ich, wo er ganz gut aufspielen kann, gerade wenn Leute zugucken und das Publikum einfach vor Ort ist. Ich glaube, so gerade Skars und Kevin, die werden das schon vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger haben, denke ich. Das sind natürlich noch so ein paar Jungspunts, die jetzt auch so die Erfahrung sammeln müssen, wie es ist, offline zu spielen mit einer Crowd und vor allem vielleicht auch Spiele, die dann auch in ihren Händen gelegt werden. Also wenn sie dann zum Beispiel gute Aktionen bringen, kann es ganz gerne mal passieren, dass du nervös wirst. Weil du dann vielleicht auch denkst, ey, hör mal, hier ist was drin, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gedacht. Und dann geht's los. Und ob wir was sehen, was wir nicht gedacht hätten, das erfahren wir genau jetzt. Denn es geht los, die ESL-Meisterschaft-Finals, das erste Spiel. Platz 1 gegen Platz 2, X-Lord gegen Kevin. Wir können reingehen ins erste Game. Und starten dann mit dem ersten Spiel des heutigen Tages. Und dann sehen wir mal,
wer hier abliefert und ja, wer vielleicht noch ein bisschen nachhängt. So, alles klar, wir schalten gleich rüber. Müsste jeden Moment soweit sein. Was ist denn dein Tipp für die Season jetzt, für die Playoffs? Ja, X-Lord schon auf jeden Fall der Favorit, würde ich sagen. Ne? X-Lord. Ja, ja. Ich würde Kevin zutrauen, eine Map zu holen. Vielleicht packt er da irgendwas aus, womit X-Lord eben nicht rechnet. Also gerade Kevin ist ja so einer, der dann auch gerne mal auf einmal irgendwas komplett Weirdes spielt. Keine Ahnung, Warden First oder Panda First oder sowas. Mhm. Allerdings ist X-Lord natürlich auch ein Spieler, der ganz, ganz schnell antizipieren kann. Der, sobald er irgendwas sieht, eigentlich genau weiß, was er da oder wie er das kontern kann. Und das ist eben schwierig. Aber andererseits denke ich mir auch, also im normalen Vergleich, ich sag mal von 10 Maps holt Kevin vielleicht eine gegen X-Lord. Deswegen vielleicht diesen Überraschungseffekt ausnutzen, den Gegner versuchen zu überraschen und damit aus dem Konzept zu bringen, ist vielleicht eine der Chancen, die er hat, um da eine Map zu holen. Ja, also ich habe es ja vorhin auch schon mal angesprochen, also in der Gruppenphase, als die beiden ja aufeinander getreten haben, da erinnere ich mich noch an das Concealed Hill Game, da hat Kevin ja normal Standard ja gespielt, Demon Hunter Naga, glaube ich, war es, und die ersten 10 Minuten sahen richtig solide aus. Also das war erstes Spiel und wir dachten eigentlich alle, also auch im internen Discord bei uns mit den Jungs, da haben wir auch gedacht, der X-Lord, der holt das. Das wird ein lockeres 2-0, der fährt da 2x15 Minuten vielleicht drüber und dann hat er sich die 3 Punkte da geschnappt. Und am Ende kam es aber dann so, dass X-Lord dann doch ein bisschen was machen musste für die Spiele. Und also Kevin, wie gesagt, er ist nicht ohne Chance. Ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall einigermaßen hier gut vorbereitet hat. Vielleicht helfen ja doch die Strategien der Asiaten. Wir werden sehen, ob es doch ein Keeper wird. Wir sehen. Demon-Hunter. Genau, du hast es erwähnt. Und jetzt geht's dann endlich los. Die erste Map des heutigen Tages. Wir starten direkt ja, im eisigen Frühlingsland auf Springtime und wir sehen in Gelb den Titelverteidiger, den sechsfachen deutschen Meister mittlerweile, ne? Sechsfachen deutschen Meister. Der gute X-Lord startet oben in Gelb und auf der anderen Seite gegenüber von den Rocket Beans aus dem Community-Team. Kevin, der startet mit Night Elf in Blau. Es ist schon mal keine Neutral Hero Build Order, so viel können wir schon mal festhalten. Und der AOW ist auch bereits positioniert vom ersten Greenspot, um dort gleich hier Support zu geben beim Creepen. Als Undead auf der Map, was ist die Standardstrategie? Harassment, Druck auf den Elfen oder lieber selber creepen? Also die Meta hat sich ja mittlerweile doch so schon so entwickelt, dass du relativ schnell Level 3 creepen willst. Es hängt auch immer davon ab, wie viele Shops hast du eigentlich auf der Map. Es gibt ja immer noch so ein paar Maps, wo tatsächlich nur ein Shop existiert, also wie zum Beispiel auf Tidehunters. Da ist das Timing dann doch ganz wichtig, dass man dann den Staff of Teleportation holt, weil du immer der Gefahr ausgehen musst, dass wenn der Keeper Level 3 wird, dass er mit Level 2 Entangle in deine Base läuft und dann versucht, ein paar Ghule oder ein paar Akolyten im Tech zu erwischen. Und das kann natürlich dann ziemlich fatal werden, weil wenn du Undead bist und du willst Tier 3 rushen, brauchst du ein bestimmtes Kapital, sage ich mal. Also du brauchst schon mindestens 700-800 Gold, weil du brauchst einen dritten Helden, du brauchst einen Orb. Und das kostet natürlich, wenn du deinen Akku da im Tech verlierst. Das sollte natürlich nicht passieren. Also ich denke, X-Lord wird hier ganz normal Standard Level 3 creepen. Kevin wird es wahrscheinlich dann auch versuchen. Wahrscheinlich ein bisschen langsamer, weil die Ghule natürlich ein bisschen schneller im Creeping sind als die Archer. Und ich denke, das wird sich dann darauf so hinauslaufen, dass Kevin wahrscheinlich mit dem Keeper dann wieder auf die Echse zurückgreift. Ja, Kevin fängt auch direkt an zu creepen. Das wird gescoutet von X-Lord. Er weiß also, wo der Gegner creept. Das kann man natürlich zweifach nutzen. Erstens, um den Gegner vielleicht zu creepjacken, aber das wird zu lange dauern, bis er da jetzt rüber rennt. Aber immerhin weiß er, dass der Gegner nicht sofort zum Harrison rüberkommt. Also er hätte selber Zeit auch zum Creepen. Ja, und Kevin holt sich bereits die ersten Experience Points und das erste Item. Es ist der Circlet of Nobility plus 2 auf alle seine Stats und creept auch direkt hier den Spot zu Ende mit dem einen Archer. Baut aber keinen weiteren nach. Jetzt baut er ihn nach. Also zweiter Archer kommt ebenfalls mit dazu. Zweiter Creep ist erledigt. Und oben X-Lord, der scheint seine Natural Expansion zu creepen, so wie das aussieht. Währenddessen läuft hier der Keeper erstmal über die Map-Mitte nach oben. Und es könnte hier doch zum ersten Creep-Check kommen. Allerdings vom Elf und nicht vom Undead. Und X-Lord, das scheint wirklich die Fast Expansion spielen zu wollen. Sacrificial Skull schon gezündet. Ziggurat ist oben aufgebaut. Erstes Item auch für ihn. Town Portal ist verkauft worden und auch für ihn gibt es den Circle. Und jetzt kommt der Keeper und schickt erstmal die Kampfbrokkolis hier an die Front. Ja, und die Frage ist, wie reagiert Kevin jetzt hier? Er sieht natürlich, er ist schon mit dem Keeper vor Ort, er sieht, da wird ein Ziggurat gebaut, da sind sogar schon zwei Akolyten direkt da.
Ja, und er versucht natürlich jetzt wahrscheinlich, wir können jetzt leider gerade nicht in der Base gucken, aber die eigentliche Reaktion ist auf so einen Exen-Trial von einem Undead, dass du dann Huntress Hall gehst und dann wahrscheinlich noch einen zweiten Engine of Warp baust. Weil du willst als Elf nicht direkt gegen eine Early-Exe kämpfen, vor allem nicht ins Late-Game kommen lassen. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Kevin ein All-In spielen wird. Er müsste jetzt aber auch hier wieder genau scouten. Es kann natürlich sein, dass X-Lord nur faked. Es kann auch sein, dass er gleich wieder anfängt zu tacken und dann haben wir den Salat und Kevin ist ziemlich weit hinten an. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es gleich weitergeht. Wir haben kleine, kurze Probleme gehabt. X-Lord hat vor dem ganzen Event hier eben schon gesagt, mein PC musste ausgetauscht werden, weil er da ein paar Lags auf dem Rechner hatte. Vielleicht ist das jetzt wieder der Fall oder ich gehe mal davon aus, dass das wieder der Fall ist. Da wurde eben schon alles ausgetauscht, dann lief es kurzzeitig und anscheinend ist das Problem jetzt wieder da. Die ganzen Admins und die Kollegen hier, die vor Ort sind, die werden sich natürlich kümmern. Die Kollegen hier aus dem Experion, die haben ja normalerweise alles im Griff, also sollte schnell geregelt werden. Und dann ist die Frage, wie jetzt der Admin entscheidet, ob es dort nach der Pause einfach nochmal weitergeht oder ob das Game vielleicht schon nochmal neu gestartet werden muss. Je nachdem, was jetzt nötig ist, falls der PC nochmal ausgetauscht werden muss, müsste man das Game vielleicht sogar nochmal neu starten. Also nebenan wird gerade fleißig gewerkelt. Das ist auch eine interessante Frage. Kann man überhaupt noch mit W3 Champion Safe Games nochmal laden und spielen? Nee, geht nicht mehr. Geht nicht mehr, das nicht. Also müsste man ja eigentlich Regame machen, wenn man dann den PC neu umbaut. Wenn man den PC neu umbaut? Ja, kann natürlich auch sein, dass das einfach softwaretechnisch geregelt werden kann. Was da drüben jetzt los ist, wissen wir hier nicht. Da sind wir einen Raum weiter. Ja, du hast gerade die Fast Expansion angesprochen. TP verkauft ist natürlich am Anfang immer hilfreich durch das mehr Gold, was man hat, aber auch ein Risiko, dass man den Held nicht unbedingt retten kann. Es gibt Spieler, die zusätzlich dann auch noch den Altar verkaufen, um noch mehr Ressourcen zu haben. Bist du da auch ein Freund von oder nimmst du eher die sichere Variante? Also ich habe es am Anfang oft gemacht, habe mich dann aber dabei selber erwischt, dass ich den Altar verkauft habe und dann beim Tekken festgestellt habe, dass ich keinen Altar habe und dann keinen Second Hero bauen konnte oder gar nicht erst Tekken konnte dann teilweise. Also das ist halt dann so ein bisschen das Problem. Du musst natürlich wirklich immer auch ein Feingefühl für das Makro haben. Also du musst wirklich dir immer festsetzen, dass wenn du den Altar verkaufst, dass du ihn halt auch wieder baust. Sonst kommst du immer wieder an dasselbe Problem zurück. Es ist sicherlich hilfreich, gut, du verkaufst dein TP, dein Held ist anfällig, aber der Keeper mit ein paar Archer, der wird jetzt eigentlich nicht deinen, vor allem einen Stärke-Helden am Anfang direkt rausnehmen können. Also da muss schon unheimlich viel schief gehen und X-Lord, der ist ja auch, finde ich, dafür bekannt, dass er ein ziemlich gutes Movement auch mit seinen Helden hat. Ja. Also da denke ich, sollte der eigentlich keine Probleme haben, selbst ohne TP. Im Late-Game könnte es natürlich ein bisschen schwieriger werden, da sind die Armeen natürlich ein bisschen größer, die Helden machen auch mehr Schaden, die Skills sind natürlich ein bisschen weiter fortgeschritten, also da muss man natürlich auch nochmal ein bisschen achten, aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Kevin das Interesse hat, das Game so weit verlaufen zu lassen. Das werden wir gleich sehen. Ich habe gerade die Info aus der Regie bekommen. Tatsächlich ist es so, dass der Rechner ausgetauscht werden muss. Also höchstwahrscheinlich werden wir dann ein Regame sehen. Und wir machen, habe ich das richtig verstanden? Wir machen dann einen kurzen Break. Also wir machen eine kurze Pause. In 10 Minuten sind wir wieder da. Wir tauschen die Rechner aus, damit hier alles optimal läuft und die deutsche Meisterschaft natürlich mit den besten Spielern, auch mit dem besten Equipment hier zu Ende gebracht werden kann. Deswegen machen wir eine kurze Pause, melden uns in 10 Minuten zurück vom ersten Game, was dann neu startet zwischen Kevin und X-Lord. Wir sind zurück in unserer Kammer der Lust quasi hier, wo wir die wunderbaren Games jetzt dann hoffentlich sehen werden. Dein Blick gerade war schon... die Technikprobleme scheinen behoben zu sein. Unter anderem war auch Ente hier, der sich mit drum gekümmert hat, ist ja Mitarbeiter hier im Experion. Und es war tatsächlich so, dass es wohl Ping-Schwankungen gab. Zwischen 15 und 80 ist der Ping immer hin und her geschwankt, bis hin dann zu kurzen Standbildern, kurze Spikes, die X-Lord hatte. Und das war das Problem an seinem Rechner. Und das scheint jetzt behoben zu sein. Zumindest wurde gerade eben grünes Licht gegeben. Und wir starten jetzt von neuem. Wir haben es auf dem Sofa schon besprochen. Gerade, ob das einen psychologischen Effekt hat und höchstwahrscheinlich ja. Du hast gerade auch gesagt, Kevin ist ganz gut tilt. Hast du kurz mit ihm geredet? Ja, also ich war mal kurz gucken, wie der Stand der Dinge ist. Wollte mich natürlich auch mal ein bisschen informieren, was jetzt da los war. Wir haben auch gar nicht so auf den Bildschirm hier bei uns gar nicht so viel mitgekriegt, weil die beiden haben nämlich auch noch miteinander geschattet. Und also man hat schon gesehen, dass Kevin gar keine Lust hatte, ein Regame zu machen, weil das Early einfach schon so gut für ihn war. Er hat mit dem Wisp die zwei Skeletons detonated, der Keeper war sofort da. Also das war natürlich schon ein super Early eigentlich für ihn. Und da kann ich natürlich verstehen, wenn du gegen so einen starken Spieler spielst, möchtest du natürlich so ein Early nicht nochmal aus der Hand geben. Und ich hatte dann kurz mit Kevin gesprochen und er sagte auch, ja, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen alles, dass jetzt die ganzen Lags dazu kamen gerade und ja, also man merkt schon und das ist auch das, wo wir vorhin nochmal drüber gesprochen haben, so diese Unerfahrenheit. Also wenn du wirklich so offline hier spielst und du bist auch klar der Underdog, du willst jeden Prozent mitnehmen, den du kriegst und den will der natürlich jetzt nicht liegen lassen, aber ja, so ist es halt leider.
da machst du nichts, sagt man so schön. Aber es ist dennoch die fairste Lösung, jetzt neu zu starten. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, klar, X-Lord, du hast die Probleme. Also wenn es zu Hause gewesen wäre, jeder ist für sein eigenes Setup verantwortlich, hätte man vielleicht jetzt drüber reden können, ob Kevin vielleicht sogar den Punkt kriegt, weil X-Lord die Probleme hatte. Aber hier kann er nichts dafür. Ne? Dann ist es nun mal so und es ist die fairste Lösung und deswegen auch die absolut, meiner Meinung nach, absolut richtige Admin-Entscheidung, die getroffen worden ist, dass wir das Ding nochmal neu starten. Die große Frage ist jetzt, spielt man einfach dasselbe nochmal? Versucht man wieder die Fast-Echse oder eben nicht? Das ist dieses, was denkt der Gegner, was ich denke, was du denkst, und dann ist die Frage, wer macht den einen Schritt mehr? Das ist der psychologische Aspekt jetzt aus dem Ganzen. Ne? Also ich könnte mir schon X-Lord vorstellen, dass er wahrscheinlich nochmal dasselbe versuchen wird. Er kann ja jetzt nochmal ein bisschen adaptieren, er kann jetzt nochmal ein bisschen aufpassen, dass seine beiden Skelette nicht nebeneinander stehen und direkt detonated werden. Er kann auch theoretisch auch jetzt schon antizipieren und wissen, dass Kevin wahrscheinlich wieder scouten wird, wenn er sieht, dass er eine Echse macht. Also das sind alles so Faktoren, die kann er jetzt nochmal neu beeinflussen mit einem neuen Spiel. Bei Kevin geht es jetzt einfach auch darum, wie er auch diese Situation jetzt wieder handhaben wird. Also ist er darauf vorbereitet, dass X-Lord es weiß? Das muss man dann jetzt einfach sehen. Es ist schwer zu sagen, für wen das jetzt eigentlich in die Karten spielt, aber instinktiv würde ich jetzt schon sagen, nach all den Erfahrungen, die ich selber auch aus Regames gemacht habe, ist es doch besser für den, der jetzt zum Beispiel die Fast Expansion, also in dem Fall X-Lord, gespielt hat. Ja, ich würde jetzt als Außenstehender, sag ich mal, ich würde X-Lord schon so einschätzen, dass er selbstbewusst genug ist und sagt, ich spiele jetzt hier mein Ding durch, ist mir doch egal, ob der weiß, was ich spiele. Auch gut möglich. Er kann auch einfach ganz normal Standard spielen, keine Fast-Echse. Ja. Das kann natürlich auch passieren. Also X-Lord ist auf jeden Fall ein großer Freund der Verwirrung, definitiv. Ja. Ja. Also wenn einer, dann er. Und würde mich natürlich auch jetzt leider nicht überraschen, wenn er jetzt auf einmal was ganz anderes spielt, als das, was ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt habe. Also das ist alles immer so ein bisschen offen bei ihm. Kann man immer ein bisschen, kann man schwer interpretieren, wie er jetzt auch aus seiner Sicht der Dinge das Early Game nachher nochmal so ein bisschen anpassen wird. Vor allem jetzt nach dem ersten Versuch schon durch das Spiel, was jetzt leider vorhin abgebrochen worden ist. Werden wir sehen. Jetzt ist natürlich auch die Frage nicht nur, was X-Lord selber spielt, sondern auch, was Kevin spielt und womit er rechnet. Ob er mit der Expansion rechnet, klar, er kann relativ schnell scouten als Elf mit den Wisps, kann relativ schnell gucken, was denn da los ist. Könnte aber zum Beispiel den AOW auch anders positionieren, wie wir gerade gesehen haben. Er hat jetzt die sichere Variante genommen, hat den grünen Q-Spot genommen, könnte ihn natürlich auch ein bisschen weiter südlich positionieren und damit selber versuchen, die Fast Expansion dann zu creepen. Also quasi statt die Undead Exe zu harassen, selber expandieren, eine Konter-Expansion starten. Genau. Wäre auch eine Option, die er machen kann, oder? Wäre eine Option, aber wie schon gesagt, also es sind ja wirklich sehr viele Faktoren, die jetzt da reinkommen. Spielt X-Lord eine Fast Exe oder nicht? Ist natürlich dann auch die Frage, wie reagiert Kevin? Sieht Kevin, dass X-Lord keine Fast-Exe spielt? Also das ist ja schon so am Anfang so ein bisschen Gamble, weil er weiß ja gar nicht, ob er überhaupt eine Fast-Exe spielt. Das heißt, das AOW-Placement ist ja in dem Sinne schon längst getan. Und da ist natürlich dann die Frage, geht er jetzt auf einen etwas riskigen Bereich, wo er sagt, gut, ich mache jetzt dann doch nochmal dasselbe und könnte vielleicht dann doch nach hinten geraten. Es könnte aber auch einfach sein, dass X-Lord jetzt, wie wir vorhin schon gesagt haben, den ganzen Stiefel jetzt wieder Standard runterspielen wird. Keine Fast-Exe, Level 3 Creepen, Harris. Und dann kann es auch passieren, dass Kevin im Endeffekt sich in einem ganz normalen, ich sag mal, aktuellen Metagame befindet, dass er L versucht zu exen mit Mass-Air-Units wieder. Und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich denke, X-Lord definitiv der Favorit dann wieder ist. Ja, X-Lord gerade hier bei uns an unserer Caster-Bude hier vorbeigelaufen, hat sich gerade noch ein schönes Bitburger 0,0 geholt, welches er sich noch gönnt. Also das Spiel scheint noch nicht gestartet zu haben und er wirkt aber trotzdem relativ entspannt. Ne? Also wir haben es ja eben auch schon angesprochen, der kennt die Situation, wenn was schief läuft. Ich meine, mehr als jetzt da sitzen und auf die Admins vertrauen kannst du auch nicht machen. Und ich glaube, der macht sich gar keinen großen Kopf. Also Kevin ist da wesentlich beeinflusster, glaube ich, als er. Ich denke auch. Und das ist halt, wie gesagt, ne, die Erfahrung. Also es wird jetzt nicht das erste Spiel sein, das er in seinem Leben hat, wo das Spiel jetzt gecancelt worden ist oder ein Regame passieren muss. Das ist schon so oft vorgekommen, nach all so vielen Jahren, die er spielt. Da weiß er natürlich halt einfach auch, wie man damit umzugehen hat. Für ihn spielt es natürlich vielleicht auch so ein bisschen in die Karten. Mhm. Ne, das Early war jetzt wirklich nicht gut für ihn und dementsprechend würde er sich jetzt wahrscheinlich doch freuen, nochmal ein Regame kriegen zu können. Vielleicht doch nochmal den Versuch, eine Fast-Exit zu machen, das Ganze nochmal ein bisschen besser runterzuspielen. Wie gesagt, für Kevin wirklich schwierig, das einzuschätzen. Ich hoffe und wünsche mir auch für Kevin selber, dass er sich da jetzt nicht zu beeinflussen lässt von der Entscheidung des Admins oder prinzipiell von dem ganzen Verlauf jetzt auch, dass er jetzt die eine gute Möglichkeit hatte und im Endeffekt jetzt in diesen Tilt-Modus geht. Das möchte ich jetzt nicht so unbedingt bei Kevin sehen.
Ja, das werden wir jetzt sehen, ob er in den Tilt-Modus geht oder nicht. Wir sind nämlich auf Springtime und wir starten rein in den nächsten Versuch. Und ja, alles, was wir gerade eben besprochen haben, ist jetzt schon wieder zunichte gemacht, denn es wird keine Fast-Expansion geben von Kevin. Zumindest nicht mit dem AOW, denn der wird genau an derselben Stelle positioniert wie vorher. Und er startet mit dem exakt selben Opening wie davor, also scheint sein Stiefel runterzuziehen. Ja, wenn man ihm so ein bisschen anguckt, also man sieht es Kevin schon ein bisschen anders, er leicht sauer ist, finde ich, so von der Mimik her. Ein bissiger Blick, ne? Also der will es dem X-Lord jetzt aber auch nochmal wirklich zeigen, ja, dass er es nochmal vielleicht wiederholen kann in diesem Spiel. Ja, hat sich jetzt auch seinen Pulli angezogen, eben ja in seinem Creep-Camp-Trikot unterwegs gewesen, jetzt den Pulli drüber gezogen, also scheint da zumindest nochmal was auch geändert zu haben. Ich weiß nicht, ob er in der Zwischenzeit, wir sind übrigens Keeper First bei ihm, ich weiß nicht, ob er in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen gezockt hat, was geladdert hat, sich ein paar Tipps geholt hat oder so, oder vielleicht ist es erlaubt, sich das Replay dann anzugucken von vorher? Ja, ne? Müsste eigentlich... Ich glaube, es steht jedenfalls nichts in den Regelwerken, dass du bei so einem Fall die Spiele nicht gucken darfst. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es würde keiner machen. Ja. Also man würde ja doch nochmal schon gerne wissen, was der Gegner da gemacht hat. Und ja, es kann viele Vorteile mit sich bringen, natürlich. Aber dadurch, dass ein neues Spiel wieder entsteht, entstehen ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Von daher kann auch das Replay vielleicht nicht wirklich aussagekräftig sein. Ja, wir haben hier ja, ein ähnliches Opening wie vorhin. Der Akolyt ist schon da. Dieses Mal kommt der Scout ein bisschen früher an. Kevin fängt an zu creepen. Der Akolyt steht direkt daneben. Wird hier versuchen, per Last Hit eventuell sogar ein bisschen XP zu klauen. Wäre natürlich der absolute Knaller, wenn das klappt. Wir haben den Keeper schon da mit den Treants. Da sind sie, die ersten Kampfbrokkolis ziehen in die Schlacht. Mit dem Akolyten so ein bisschen Kiting-Versuche von X-Lord, der jetzt den Death Knight hat, sich sofort die Rod of Necromancy holt und er scheint rüber zu laufen. Jawohl. Town Portal allerdings dieses Mal nicht verkauft, das behält er. Vorhin hat er das verkauft, dieses Mal behält er das. Also kleine Änderungen dann doch von ihm, aber er rennt auch direkt in Richtung der Expansion zumindest und Kevin scoutet das Ganze auch, während er hier unten weiter creept mit den Brokkolis und oben, jawohl, da geht's direkt. Die Creeps werden getriggert, da wurde gerade ausgeholt zur Keule, aber sofort der Detonate hinterher. Noch ein zweiter Wisp ist da, jetzt kommt die Keule geflogen und damit der erste Kill hier an einem Wisp von X-Lord und Kevin 1,5, X-Lord 1,3 die Heroes. Ja, und X-Lord macht das ganz schön, hat einen Skull gekauft, hat das TP aber nicht verkauft, wie du vorhin schon angesprochen hast. Ging auch mit seiner ganzen Army, so zumindest sah es so danach aus für Kevin, Richtung Exe. Keeper lief auch fast sofort rüber. Hat sich jetzt allerdings direkt den Greenspot gesichert und war mit dem DK nur draußen. Konnte da auch nochmal ein bisschen für Tumulte sorgen an den beiden Wisps, die da oben gestanden haben, um natürlich die Vision zu holen für die Exe. Ja, das Item ist natürlich, was Kevin da vorhin gefunden hat, mit einem Ring plus 3 jetzt nicht das beste Item im Vergleich zum dem Spieler vor. Da hatte er einen Zirkel gefunden. Das ist ja wirklich für ein Early-Mid-Late-Game-Super-Item, das man da finden kann an den Spot. Und wir sehen auf jeden Fall, dass Kevin sich jetzt hier das Level 2 sichert. Kriegt nochmal eine Replenishment-Potion, also ein ziemlich gutes situationales Item. Und ja, bei Ixo sieht es immer noch stark danach aus, dass er jetzt hier den normalen Standardstiefel runterspielen wird mit dem Tier 2 Tech und da sehen wir den auch. Ja, Tech auf D2, Kevin holt sich den Staff of Teleportation, ist auf Level 2 angekommen, allerdings sein Lieblingsspell, das Entangle, wurde noch nicht geskillt, allerdings dürfte es da keine Bedenken geben, dass das gleich kommen wird. Jetzt erstmal noch zwei Brokkolis dazu geholt, die er wieder runterschickt und er könnte jetzt so ein bisschen offensiver mit dem Keeper werden, vielleicht Richtung Gegnerbase laufen, ein bisschen versuchen, die Echos zu harassen. Parallel dazu creept er, blockt vorne mit den Treants, die Akolyten, die Archer übernehmen den Damage. Oh, fast der 4 Units around hier, knappe Kiste. Und X-Lord kümmert sich hier direkt auch um den Hirschmann, der sich zurückziehen muss. Ist ordentlich geslowt worden hier von der Main Base. Und X-Lord parallel auch mit den Ghoulen unterwegs. Also beide splitten die Armee. Staff gezündet von Kevin und jetzt auch von X-Lord direkt hinterher. Es ist ein Tingle rausgegangen auf den Ghoul. Es geht direkt auf den Moonwell drauf. Jetzt muss Kevin hier seine Wisps mit dazuziehen, um zu reparieren. Die erste Keule kommt geflogen. Und der Moonwell ist super wichtig. Den muss er halten. Ansonsten wird der Second Hero hart verzögert werden. Und X-Lord macht ja schon ganz gut Rabatz in der Main Base von Kevin. Ja, und vor allem das Problem ist, X-Lord findet hier ein richtig gutes Timing. Der Keeper gar kein Mana mehr. Auch die Moonmills sind beide schon komplett leer. Hat zwar noch die Replenishment Potion, aber in so einer Situation bringt das halt absolut gar nichts, die nur für Mana zu ziehen. Vor allem, weil die ja auch noch gecancelt werden können, gerade weil der Gegner ja direkt nebenan steht. Also X-Lord hat hier ein wirklich super Timing rausgefunden. Versucht hier gerade ein bisschen die Moonmills zu damagen, das Holz-Income noch mal ein bisschen zu delayen, indem er die Wisps wieder dafür rausziehen muss zum Repairen. Und wir sehen ja auch, dass die Archer hier alle schön gesplittet mit den Ghoulen angegangen werden. Zwei konnte er hier mit Shadow Meld noch mal kurz safen. Und die anderen restlichen vier Ghoule, die werden höchstwahrscheinlich oben den Archer kriegen. Allerdings hat
der gute X-Lord hier kein Dust zur Verfügung, muss jetzt also auch, wenn dann hier wieder was verkaufen, das wird wahrscheinlich der Skull sein, um hier nochmal ein Dust zu holen. Ja, und das macht er auch. Sucht jetzt natürlich nochmal den Archer, die Vision hat er aber noch drauf mit den drei Ghoulen, die ziehen sich jetzt gerade zurück, gehen jetzt doch nochmal auf den Archer, finishen den auch, brauchen dann noch nicht mal die eine Charge von dem Dust und sichert sich hier den einen Kill. Ja, unten allerdings auch ein kleiner Kill noch für Kevin, der den Scout-Akolyten killt. Aber durch diesen Angriff auf den Scout-Akolyten weiß natürlich auch X-Lord, wo sich jetzt Kevin befindet und nutzt das aus. Tree of Life im Bau, also Expansion-Versuch hier vom Rocket Beans-Spieler. X-Lord kommt von oben mit dem Death Knight, schlägt hier direkt einige Male mit dem Schwert drauf. Das ist übrigens sehr schwer, das liegt ja bei uns vorne auf dem Tisch. Also schon beeindruckt, wie der das hier mit einer Hand durch die Gegend schwingt, der gute Mann. So, vorne geht es direkt wieder auf den Archer drauf. So ein bisschen Moonjuice ist da. Wir haben Nacht. Der wird auch direkt genutzt, um die Archer nochmal hochzuhalten. Die Creeps von der anderen Seite greifen auch nochmal an. Oben kommt die Krabbelgruppe nachgezogen hier für X-Lord, der damit jetzt hier weiter Druck macht. Beide noch auf Level 2. Kurz vor Level 3 der der Keeper. So, Item wurde sich geholt von X-Lord, den Clock of Shadows eingesagt. Und jetzt hier mit einem Ghoul-Kill das Level 3 und damit Entangle auf 2. Und X-Lord muss sich zurückziehen und hat jetzt so den Experience-Nachteil auf jeden Fall auf seiner Seite gerade. Und ich glaube, das passt ihm gar nicht. Ja, also das Problem ist halt natürlich so, der DK ist immer noch Level 2, Keeper ist schon Level 3. Aber zu Kosten zum Cancel einer Echse. Also Kevin konnte jetzt hier nicht mal wirklich ansatzweise seine Echse durchziehen. Will ja natürlich auch mit dem Demon Hunter Second jetzt direkt anfangen, auf Mass Air zu gehen. Allerdings mit der Echse, die er eigentlich da noch im Nacken bräuchte, würde er jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen länger drauf verzichten müssen. Die Echse kann er natürlich auch relativ gut nutzen zum Creepen. Die kann ja ein bisschen Damage tanken und kann auch so mit seinen Second-Helden creepen. Und ja, in der Mainbase sehen wir auch gerade das, was ich vor dem Spiel schon angesprochen hatte. Wenn der Keeper Level 3 ist, wir sehen ihn dann doch des Öfteren mal gerne in der Undead Base sitzen. Und parallel sehen wir gerade, der Demon Hunter creept ja gerade in die Natural Expansion. Da steht aber der DK, der hat keinen Mana, der könnte hier mit einem Last Hit versuchen, die zu kriegen und sichert sich. Oh. Richtig schön gemacht und hat auch noch das Item gedroppt und das neu eingesammelt mit der Claws of Attack plus 5. Also richtig schöne Aktion hier von X-Lord. Muss jetzt hier aber auch sein DK aufpassen, der wird hier surrounded, hat aber noch einen Shadow Meld über. Kein Dust ready hier für Kevin, kann also sich hier nicht den DK sichern. Hätte aber zumindest noch den Stuff ready, aber wenn der Keeper da in der Nähe wäre, könnte er sich nochmal raus. Der Pain Call jetzt hier nochmal auf den Archer. Finde ich auch nochmal den hier. Also richtig schöner Creepjack hier von X-Lord bisher. Ja, jetzt ist der Keeper da, könnte vielleicht Entangle mit dem Level 2 Entangle und dann nochmal surrounden, aber der DK zieht sich zurück. Keeper hat mittlerweile auch die Replenishment Potion genommen, regeneriert hier ganz gut Mana. Jetzt haben wir das Entangle da, aber der Lich kommt von der anderen Seite mit der Nova direkt auf den Demon da drauf, der versucht wegzukommen. Einige Schüsse könnten reichen hier. 13 Hitpoints noch, kein Stuff ready und da stirbt der Demon da. Im Gegenzug kommt allerdings nochmal das Entangle, geht sofort wieder auf den Death Knight drauf. Der muss das Town Portal sind, um wegzukommen. Verliert noch ein Archer im TP. Also auf beiden Seiten Verluste. Aber wenn wir uns die Mimik angucken, ja, Kevin sieht damit nicht ganz so zufrieden aus. Er hat natürlich den Hero verloren, der auf der anderen Seite nicht down gegangen ist. Und damit, wenn wir jetzt auf die XP gucken, eben der große Vorteil für Kevin da gewesen mit dem Level 3 Keeper. Ja, und der Death Knight durch den Hero Kill jetzt auf 2,9 und das Item wurde auch noch geklaut. Und jetzt ist der Undead auch noch auf T3 und hat den Orb ready, direkt auf dem DK drauf. Ja, und Kevin, der hat gar nichts ready. Der ist nicht Tier 3, braucht er natürlich auch nicht, weil er Mass Air spielen möchte. Hat aber die Echse nicht ready. Sein Demon Hunter müsste eigentlich schon auf dem Weg zu Level 2,5 sein. Der will ja Level 3 haben, bevor der Push überhaupt schon kommt vom Annett. Sehen wir hier allerdings nicht. Muss erstmal revived werden, nachdem er ihn gerade verloren hat. Also das wird ein sehr, sehr schwieriger Hold hier, den Kevin hier irgendwie halten muss. Und ich sehe das hier eigentlich schon fast gegessen. Also die Frenzy Ghoule sind natürlich jetzt hier auch schon gleich mit am Start. Die beiden Statues stehen da schon, replenischen hier nochmal ein bisschen Health und Mana hoffentlich gleich auch noch bei dem guten Death Knight. Und bei Kevin sehen wir eine Potion of Invulnerability, ist ein ganz gutes Item. Allerdings wird es wahrscheinlich den Push nicht wirklich sonderlich viel helfen. Wir sehen auch, dass die Echse unten noch ein bisschen abseits der Natural Expansion da gebaut wird. Und richtig schönes Timing hier von X-Lord. Versucht jetzt hier die nochmal abzureißen. Ist auch keine Army irgendwo in der Nähe. Die müsst ihr jetzt erstmal TPen und cancelt jetzt wirklich noch in der letzten Sekunde den Tree. Und das Spiel sieht schon ziemlich gegessen aus. Direkt den Detonate reingehauen. Ja, ganz wichtig, dass er den Demon Hunter hier noch auf Level 2 kriegt. Der hatte nämlich Evasion First geskillt. Also er hatte gar keinen Mana Burn ready. Bis jetzt gerade quasi, bis er Level 2 geworden ist. Creept jetzt weiter, hat Fairy Dragons und setzt auf Hippo Rider. Und X-Lord creept auf der anderen Seite mit dem Death Knight. Also will nicht den, oder zieht nicht den DK zurück. Lässt jetzt hier einen Ghoul gerade nochmal down gehen, sogar beim Creep. Weiß nicht, ob er das Supply unbedingt haben muss. Wollen wir gleich mal gucken. Den nächsten Ghoul schickt er zurück. Nächster Creep geht auch down. Also es wird nicht ganz reichen für Level 3 für den Lich. Der Keeper hingegen hat sich in der Mitte eine Invis Potion gekauft und ist jetzt hier als Geheimagent unterwegs in geheimer Mission auf Springtime und rennt hier unsichtbar über die Map, wird versuchen jetzt in die Undead Base reinzugehen, dann noch ein bisschen
für Schaden an der Economy zu sorgen, aber X-Lord scoutet immer wieder die Expansion-Versuche von Kevin, der allerdings auch immer an derselben Stelle versucht zu expandieren. So, oben kommt jetzt der Keeper an. Wir haben aber auch schon Sacrificial Pit da, das heißt, Shades sind potenziell auch hier. Da ist der erste Shade auch schon. Weiß also, dass hier mit Invis-Einheiten gespielt wird und natürlich auch gegen Shadowmeld. Ja, die ersten Destroyer sind in der Luft, Fiends sind da, X-Lords Army ist auf 41 Supply und der Experience-Vorteil, ja, der ist noch auf Kevins Seite, hat den Demon Hunter jetzt auf Level 3, der ganz ordentlich creept, holt sich oben nochmal ein Item, was er dort findet und jetzt kommt es hier zum Aufeinandertreffen, allerdings ist der Keeper nicht dabei, sofort ein Mana-Burn gesetzt auf den Death Knight, Koinova direkt eingesetzt, besser Mana nutzen, als es verbrennen zu lassen und der Demon Hunter ist in Problemen, hat allerdings ja auch noch eine Info-Potion, die er vielleicht nutzen muss, nein, der Stuff kommt vom Hirschmann, der von der anderen Seite kommt und seinen Kompagnon hier einmal kurz nach Hause rettet, jetzt wird ein bisschen Moonjuice geschlürft und dann sind die Jungs wieder fit. Ja, Supply-technisch Kevin in Führung, Experience-technisch auch Kevin in Führung, allerdings die Stärke der Armee, T3 gegen T2, spricht für X-Lord. Ja, das ist so eine Situation, die hat er sich natürlich jetzt mit dem Regame halt gewünscht, Standard runtergespielt, hat die Echse wirklich souverän mehrmals gecancelt, hat den Elf immer auf Trab gehalten, konnte sich zwar das Level 3 nicht so komplett delayen vom Keeper, aber das war gar nicht so schlimm, der hat die Echse ja immer wieder bekommen. Jetzt kommt es jetzt zum Engage, Kevin will es doch wirklich wissen, Death Knight auch ohne Mana mehr, konnte gerade noch die letzte Call werfen, jetzt kommt da der Entangle, Frost Armor direkt drauf, wird aber direkt gedispelt durch das Entangle natürlich noch mit drauf. Und der Demon Hunter macht ja weiter ein paar Mana-Burns auf den Lich, versucht jetzt ja auch den hier nochmal out of Mana zu halten, der muss aber aufpassen, wird hier schön angegangen, auch schönes Micro hier nochmal von X-Lord, der ja versucht die Fiends eins nach dem anderen immer rauszuziehen, nochmal Frost Armor drauf, saved auch diese Fiends, Statue jetzt nochmal in Bedrängnis, kriegt Mana-Burn drauf, sollte sterben, tut's auch in diesem Moment, aber der Keeper muss aufpassen, zieht jetzt hier auch nochmal das TP mit 110 HP und ja, wir sehen vom Supply natürlich 4 Supply mehr bei X-Lord jetzt gerade noch 2, aber das sind halt, wie gesagt, so Situationen, wenn du One-Base bist, das hältst du natürlich. Wenn du 3-4 Fiends hast gegen 6-7-8 Air-Units, das kann man einfach relativ souverän runtermicron und Kevin muss jetzt natürlich irgendwie versuchen, auf einen Fehler von X-Lord zu warten, aber das passiert halt leider in den seltensten Fällen. Ja, absolut starkes Micro auch von X-Lord. Wir haben es gesehen, die Fiends, die liefen in alle Richtungen, sobald sie attackiert worden sind. Da wurde sich super verteilt. Er expandiert jetzt unten nochmal, Kevin mit dem nächsten Expansion-Versuch. Allerdings wieder gescoutet durch den Shade von X-Lord, der unten da ist. Und jetzt geht's erstmal hier auf den Red Spot drauf, den sich der gute Kevin versucht zu holen. Mit dem Demon Hunter. Keeper wird ein bisschen zurückgezogen, will seinen Demon Hunter aufleveln. Jetzt ist der Keeper da auch noch mit drin. Der Magnator steht noch. Allerdings beide Heroes auch hart beschädigt hier beim Night Elf. Oben die Nekropole, die errichtet wird. Der Demon Hunter tankt hier ganz gut aus Werk. Jetzt ist erstmal ein Fairy Dragon gerade sogar beim Creepen verloren. Also da merkt man dann doch so ein bisschen die Nervosität. Item ist das Medallion of Courage für den Demon Hunter. Oh, und X-Lord scoutet ist gerade. Jetzt wird sogar der Demon Hunter aber beim Creep nach Hause gestufft, ganz schnell, denn da kann natürlich gleich auch ein Creep-Check kommen und dann wird es problematisch. X-Lord kümmert sich oben, währenddessen ums Lab, hat das zu Ende gecreept und dort die Zubi-Mask gefunden, die er an den Death Knight aktuell gibt. So, jetzt wird wahrscheinlich der Crystal Ball hier verkauft, genau das passiert. So, und gibt es nochmal ein Item? Ja, einige Items werden hier verkauft und dafür die Invo-Potion auf dem Lich geholt, also der gute Herr, der gleich für einige Sekunden unsterblich ist, beziehungsweise unverwundbar ist. Und die restlichen Creeps, die werden jetzt auch noch mitgenommen. Also beide aktuell so ein bisschen auf, ja, Creep-Kurs und versuchen ihre Helden hier hochzupimpen. Die Echse von Kevin, die ist immer noch im Bau. Ja, beide Spieler versuchen sich jetzt hier noch so die letzten Spots auf der Map zu sichern. Ich weiß nicht, ob das auch in meinen Augen vielleicht ein kleiner Fehler von X-Lord ist, dass er hier beide Red Spots an den Elfen überlässt. Klar, er sichert sich natürlich auch noch einige Orange Spots. Allerdings sollte er hoffen, dass er da keine guten Items findet. Mit dem Medaillon hat er jetzt nicht das beste Item vorhin gefunden. Jetzt findet er allerdings die Kohle-Aura. Die ist natürlich nicht so verkehrt für extra Damage nochmal auf die Fiends. Gibt ja einen prozentualen Boost nochmal auf alle Einheiten. Dementsprechend kriegen jetzt auch die Helden plus die Treants und die R-Einheiten mal ein bisschen Schaden. Wir sehen auch, das erste Upgrade bei X-Lord ist das 0-1-Upgrade. Burrow ist jetzt auch gerade Research-Born. Jetzt kommt direkt Koinova hier auf den Demon Hunter, burnt ja auch nochmal direkt das Mana vom DK, der ist schon direkt out of Mana fast. Finde ich ja nochmal schön, Hippogriff mit einem Single-Auto-Attack von dem Lich, zieht jetzt ja seine ganze Armee nochmal zurück, muss ja natürlich hier ein bisschen kiten gegen die ganze Menge von den R-Units. Da wird nochmal ein Entangle auf die Fiend geworfen, Frost Armor direkt drauf, wird auch sofort wieder gedispelt. Die Treants auch hier vorne immer noch ein bisschen schön den Damage hier am tanken. Allerdings, ja, Kevin hat hier so ein paar Probleme, die ganzen Einheiten werden hier immer wieder schön rausgesniped mit dem Web und X-Lord manövriert sich ja immer wieder so ein bisschen auf die Helden, auf den Demon Hunter, der hat allerdings noch die Big Invo und ja, Kevin verliert leider immer wieder so ein bisschen mehr an Supply in den Fight.
Ja, X-Lord streckt den Kampf hier super mit den Webs, holt einzelne Einheiten immer wieder auf den Boden. Jetzt geht es direkt auf den Keeper drauf, der muss aufpassen. Zündet sein Town Portal im letzten Moment. Ja, die Fairies gehen jetzt nochmal zack rüber in die andere Form. Town Portal wird gezündet. Kevin hat definitiv wesentlich mehr Supply in diesem Fight verloren. Kommt raus mit 42 Supply. X-Lord 59, ist also im Upkeep drin. Hat selber keine Expansion. Die von Kevin unten scheint abgebrochen worden zu sein. Ja, die ist abgebrochen worden. Der AOW positioniert sich jetzt dann nochmal hin. Also auch die ist nicht durchgekommen, währenddessen X-Lord oben zumindest die Nekropole schon mal steht. Hat. Also der erste Stein ist gelegt, die Grundsteine für die Erweiterung hier oben. Dann haben wir das Laboratory, was da noch ist, immer wieder hier der Shade unten unterwegs. Und jetzt rennt er hier oben zum Lab. Ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht Zapper holen wollte oder so. Ne, rennt wieder zurück. Hat wahrscheinlich nur kurz revealed. Wir gucken jetzt unten, was X-Lord macht. Der creept weiter, die Reste, die noch auf der Map sind. Wir haben noch einen Orange Spot auf der Südseite und ansonsten ist Springtime gleich komplett leer gecreept. X-Lord mittlerweile schon mit zwei defensiven Upgrades auf den Fiends und auch auf den Destroyer. Web ist da, Ghoul Frenzy ist da, Destroyer sind da. Und ja, der DK, der hat ordentlich Mana und ist gleich Level 5 mit zwei Pendants und der Subimask und einem Mana-Pot. Also da kann der Demon Hunter zwar mal burnen, aber Mana hat er trotzdem noch. Ja, und nicht gerade wenig. Wenn wir uns aber mal die Upgrades angucken, also wir sehen ziemlich interessanterweise, dass X-Lord hier 0-2 Upgrades hat. Also öfters sehe ich es dann doch, dass gerade die Unnets gerne 0-1 Upgrade gegen Fury Dragons haben, beziehungsweise generell gegen Air Units von dem Elfen, aber dann meistens auf ein 1-1 umswitchen und dann meistens situationsbedingt auf ein 2-1 oder 1-2 nochmal gehen. Aber 0-2 habe ich auch recht wenig gesehen in der letzten Zeit in diesem Matchup. Und ja, das wird natürlich für Kevin, der jetzt selber aber auch schon 2-0 Upgrades hat auf seinen Air-Units, wird natürlich nicht die ganze Sache leichter machen, denn die Fiends, die halten natürlich jetzt wesentlich mehr aus. Und er spielt hier immer noch auf One-Base, das darf man hier nicht vergessen. Also er ist immer noch auf 50 Supply, Kevin jetzt hier arg in Bedrängnis, wird jetzt hier in seiner eigenen Base gepusht. Der Shop wird auch wahrscheinlich gleich das Zeitliche segnen und dann, ja, sieht es ein bisschen schwierig aus. Kevin wird hier keine Potions mehr kaufen können. Moonjuice sieht auch ein bisschen schlecht aus. Nochmal Call auf den Demon Hunter. Und wie du schon angesprochen hast, die Items sind wirklich souverän auf dem DK. Der hat noch genug Mana. Zieht den DK auch immer wieder schön zurück. Jetzt gerade in dem Moment leider nicht. Wird geburnt. Die Fiend wird auch nochmal angegangen. Das wird gezogen hier von Kevin auf dem Demon Hunter. Will ja die Fiends, die gebrot werden, hier nochmal finishen. Da kommt nochmal eine schöne Call. Hat auch nochmal den Mana-Pot ready. Also der kann ja noch theoretisch zwei Calls werfen. Und X-Lord macht das natürlich relativ souverän. Jetzt zieht ja die Fiend eins nach dem anderen raus. Die eine gebrotete Fiend wird jetzt hier nochmal rausgezogen von Kevin. Allerdings die Mana-Burns jetzt mittlerweile auch eher zum Schluss wieder nicht mehr so sinnvoll, weil die Helden sowieso schon out of Mana sind. Und ja, Kevin macht es trotzdem noch ganz solide, aber man sieht einfach, dass das Micro hier doch definitiv bei X-Lord. Ja, es klingt stark. Jetzt immer noch Richtung 60 Supply. Jetzt der Lich auch noch auf Level 5. Beide Unnet Heroes 2 out of Mana. Also der Demon Hunter macht einen guten Job. Aber wirklich viele Units hat er nicht down bekommen. Die Fairy Dragons kümmern sich zwar immer wieder drum. Das Fokus startet. Jetzt der Blockversuch mit dem Demon Hunter. Aber einfach hier Frost Armor wieder drauf. Und damit die Fiend halbwegs gerettet. Jetzt zieht er wieder die nächsten Units zurück. Er hat zwar fast alles gerettet, aber unten im Fight ist jetzt auch nicht mehr so viel. Da sind noch zwei Fiends übrig. Der Damage auf dem Keeper ist allerdings auch ordentlich. Der läuft zurück, holt sich direkt nochmal eine Heal Potion. Von oben geht es weiter in Focus Fire auf den Destroyer, der da noch steht. Der nächste Mana Burn kommt und der DK hat noch die Mana Potion, die er nutzen könnte. Allerdings macht er das im Moment noch nicht. Jetzt geht es wieder auf den Destroyer drauf. Der versucht wegzufliegen. Zieht sich hier über die Bäume zurück. Jawohl, geht jetzt down. Parallel dazu zieht X-Lord übrigens eine Expansion jetzt hoch, beziehungsweise eine Goldmine. Und geht hier auf den Lich drauf. Der Keeper muss wieder aufpassen. Viel Damage auch, viel Damage-Output vom Lich selber. Weil auf den Keeper drauf, der angeschlagen ist. 90 Hitpoints hat er noch. Da wäre die Mana-Potion noch im Inventar, aber der Stuff kommt schneller und ist damit gerettet, der Hirschmann. Und jetzt zieht sich auch X-Lord zurück mit seinen beiden Heroes, nachdem er einzelne Units vorne alle schon rausgezogen hat. Kevin hält den Push zumindest, aber ja, die Echse in der Hinterhand, die könnte es im Endeffekt reißen. Unten steht nur der AOW. Kein Expansion-Versuch gestartet von Kevin. Und damit auf lange Sicht sieht dieses Spiel besser aus für X-Lord. Es sei denn, Kevin schafft es jetzt hier, die Expansion nochmal abzubrechen, was er gerade versucht. Er fliegt hoch mit den Fairies und kommt zum richtigen Zeitpunkt an, um die Echse zu canceln. Ja, man darf nicht vergessen, die Helden bei X-Lord sind natürlich schon 5,5 und 5,2, also die sind schon beide auf 5 und Kolnova hier dementsprechend auf Level 3. Die kann er natürlich in so einem Fight auch immer wieder gerne offensiv nutzen. Und gerade der Keeper, der hat auch gar keine wirklichen Items, nur das Death ist auf den Demon Hunter. Also wenn da eine Kolnova geflogen kommt, ist der Keeper sofort down. Und Kevin will es jetzt ja doch nochmal wissen, zieht sich jetzt hier nochmal in den Kampf rein, das wird nochmal gezogen, will hier sicher gehen, dass er die geburteten Fiends dann nochmal rausziehen kann. Aber die Air Units, die werden hier gleich alle das Zeitliche segnen. Nochmal ein Mana Burn auf die Statue, die sollte Keeper. Oh, aber der Keeper geht down. Level 6 jetzt hier für den DK und wir sehen es. Das GG wird gecallt von Kevin und damit führt der aktuelle amtierende Meister 1-0.
Ja, Kevin mit dem GG rausgegangen, hat sich aber wacker geschlagen, muss man sagen. Aber absolut starkes Micro von X-Lord mit den Fiends immer wieder rausgezogen. Also da kam ein einziger Attack-Move, ein Schuss, sofort die Fiend rausgezogen. Das ist einfach super schnell, wie er da reagiert, dieses Micro. Wahnsinn, einfach mega stark, was er da abgeliefert hat. Die Frost Armor immer wieder draufgehauen. Kevin trotzdem gut gegengehalten. Und ja, viele haben gesagt, X-Lord, der geht hier wieder ohne eine Map abzugeben raus. Also nach diesem Game... Klar, X-Lord besser, aber unmöglich sehe ich das nicht, dass Kevin dann eine Map holt. Also unmöglich würde ich auch nicht sagen. Ich denke, wenn Kevin sich jetzt nochmal so ein bisschen rappelt, dann ist da auf jeden Fall noch was drin. Also das Game war auf jeden Fall gar nicht so schlecht, auch wenn er natürlich noch das erste Spiel wahrscheinlich noch gerne hätte ausspielen wollen. Ja. Aber das ist jetzt nun mal eben passé und er muss sich jetzt halt an die neue Situation jetzt einfach umgewöhnen und umstrukturieren und gucken, dass er jetzt hier noch irgendwas Machbares also rausholt aus dieser ganzen Series. Ja, also du hast es schon angesprochen, X-Lord wirklich souverän gemicrot. Antizipiert da teilweise schon die Fiend-Schüsse, die auf die Fiends geflogen kommen, zieht die sofort zurück. Also das hat natürlich auch was damit zu tun, dass er auch, wie wir vorhin schon besprochen haben, gegen die ganzen Asiaten gespielt hat. Das spielt ihm natürlich unheimlich in die Karten, wenn er gegen die Standardstrategie der Air-Units halt spielen muss. Und sollte das in der zweiten Map nochmal so passieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, sehen wir hier ein 2-0. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch. Das haben wir auch schon einige Male vom Lord gesehen hier in den Finals. Ja, jetzt liegst du 0-1 hinten gegen X-Lord. Ist das was, wo du der Situation auf der Bühne, vor Publikum, bei deinen ersten Offline-Finals, ist das demotivierend oder sagst du, würdest du sagen, gerade gegen den X-Lord, wenn man 0-1 hinten liegt, das ist was, was man erwartet? Also im Prinzip hat Kevin eigentlich nichts zu verlieren und kann ganz normal weiterzocken. Das ist natürlich der Vorteil eines Underdogs. Also wir haben uns auch gestern... Ich glaube, mit Scars war das, hatte ich mich gestern auch nochmal so ein bisschen drüber unterhalten, über die Situation des Underdogs. Du hast ja immer eine gewisse Rollenverteilung. Als Underdog hast du immer den Vorteil, du kannst wirklich spielen, was du möchtest und du hast auch wirklich keinen Druck auf dir. Also selbst wenn du verlierst, es hat niemand erwartet, dass du 2-0 gegen ihn gewinnst. Mhm. Und das sind natürlich so Situationen, jetzt auf der zweiten Map of Last Refuge, kann er einfach nochmal von vorne anfangen, er kann jetzt einfach nochmal versuchen, wieder ein super Early zu kriegen, wie es in dem Regame davor war, dass er da vielleicht nochmal irgendwelche Situationen erschaffen kann, die nochmal zu seinen Gunsten sind. Wie gesagt, das Problem ist ja auch so, die Erfahrung fehlt ihm so ein bisschen. Er hat ja wirklich nicht viele Offline-Erfahrungen gehabt. Wir haben jetzt auch hier eine spezielle Situation. Durch das Regame ist er natürlich so ein bisschen gefrustet in das zweite Spiel gegangen quasi, was wiederholt worden ist. Und ja, also ich hoffe, dass er sich da nochmal ein bisschen aufrappen kann. Natürlich liegt er jetzt 1-0 hinten. Er ist ja, selbst wenn er verliert, nicht ganz raus. Er hat ja immer noch die Chance, sich über das Loser Bracket dann ins Grand Final zu schlagen. Dementsprechend kann er auch selbst dann, wenn er verliert, immer noch viel dazulernen. Ja, das werden wir jetzt sehen, ob er dazu gelernt hat. Auf Last Refuge, Kevin startet in Blau als Night Elf für das Team der Rocket Beans im Süden von Last Refuge und startet erneut mit dem KOTG. Der Keeper of the Grove ist sein erster Held und auf der anderen Seite in Gelb für das Team von Mouseboards, der amtierende Meister, der Titelverteidiger X-Lord mit Undead in gelbem Norden von Last Refuge. Und es ist der Death Knight, also wieder relativ standardmäßig. LR ja auch eine Map, wo man eigentlich ganz gut expandieren kann, aber auch eine Map, wo die Exa auch wieder ganz gut gepusht werden kann im Gegenzug. Also es ist einfach, sie sich zu holen, aber nicht einfach, sie zu verteidigen. Wie stehst du oder was würdest du sagen auf der Map? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir eine Exa sehen? Gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube aber, dass wir hier wahrscheinlich wieder ein ganz normales Standardspiel von X-Lord sehen werden. Man darf auch nicht vergessen, die Map ist ja auch in der Vergangenheit jetzt das ein oder andere Mal nochmal ein bisschen reworked worden, weil die Mercenary-Camps oben und unten in der Mitte, die Lage des Camps war doch ein bisschen ziemlich nah an der Echse dran. Und man konnte halt gerade mit den Illusions, die man in der Mitte der Greenspots finden konnte, konnte man immer den Golem rausziehen. Und das hat natürlich so einen Echsenversuch immer immens erschwert. Also du hast wirklich versucht, deine ganzen Units, gerade Humans kennst, wahrscheinlich auch ein Leon, der das unzählige Male immer mal versucht hat, auf Last Refuge eine Echse zu ziehen und wurde dann immer von dem Golem getriggert. Und wenn wir gerade schon vom Golem sprechen, da oben steht er und sieht nämlich gerade die Karawane da oben rumlaufen mit den 4 Ghoulen, 2 Skellies, auch schon eine Pump-Fake hier mit der Coil, versucht er sich den Wisp zu ergattern, aber Kevin ist natürlich auf der Hut, der weiß halt, dass da vielleicht auch nur gefaked wird. Jetzt wird allerdings der erste Skelly entsnared, da kam der Wisp ein bisschen zu spät, nochmal schön den Ensnare hier auch gedodged von dem Troll-Trapper, konnte hier direkt nochmal das
den Shop canceln und direkt den Riss dadurch auch safen. Den Golem, den kriegt er natürlich nicht, der gute Kevin. Dafür ist der Keeper noch zu weit entfernt, ist jetzt aber mittlerweile auch jetzt da oben mit am Start. Wird sich jetzt hier wahrscheinlich den Acolyte versuchen irgendwie zu sichern. Creep Nummer 2 geht hier aber auch wieder an X-Lord. Und nochmal schöner Detonate hier in dem letzten Moment hier nochmal eine Coil gezogen. Und damit aber dann quasi den Wisp detonated, um somit die XP zu safen und ihm nicht dem Decay zu übergeben. Ja, und wir haben jetzt ein kleines Problem hier bei X-Lord. Der wird jetzt hier wahrscheinlich den Acolyte verlieren, wenn Kevin da nicht langsam mal ein bisschen hinne macht, sonst hat er gleich wieder eine Call ready. Kriegt den Acolyte jetzt hier gerade auch. Den Creep habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, hat er gekriegt. Ging an Kevin und dadurch das Level 2 jetzt für Kevin. Also Entangle ist ready. Guter Start für Kevin auf jeden Fall. Hat die Expansion zumindest hart delayed. Frage ist, ob X-Lord einen zweiten Versuch starten wird. Hat noch einen zweiten Sacrificial Skull sogar drin. Den braucht er aber eigentlich noch gar nicht. Jetzt geht's wieder auf den Keeper drauf. Der hat schon ein bisschen Damage gefressen. Zieht den DK so ziemlich hinter sich her. Läuft jetzt nochmal Richtung des Shops, könnte sich dort was holen, hier vielleicht Boots oder ähnliches. Nee, ist es nicht geworden. X-Lord versucht oben die Expansion zu errichten und verfolgt weiterhin den Keeper, damit der oben nicht weiter stresst. Kevin währenddessen auf der anderen Seite ist hier sowohl im Tech als auch am Expandieren. Also Night Elf Stuff, Exe und Tech gleichzeitig. Unten wird sich hier das Item noch eingesagt, wo am Anfang gecreept worden ist, nämlich der Ring of Protection plus 3. Aber X-Lord denkt sich das wahrscheinlich auch und rennt auch rüber und guckt, ob da eine Counter-Expansion ist, währenddessen oben ein offensiver AOW an der Expansion positioniert wird und ein Archer da auch noch drauf schießt. So, jetzt haben wir hier den Stuff, der gezündet wird vom DK, der gerade die Expansion gesehen hat, sich aber trotzdem nach oben stufft, um seine eigene Exe bzw. sein Ziggurat hier zu retten. Mit den Ghoulen rennt er da rein. Ja, und hat seine Goldmine allerdings noch nicht im Bau, techt aber jetzt auch auf T2. Also keine Expansion bei X-Lord, entscheidet sich dann dagegen, nachdem er am Anfang ordentlich geharrassed worden ist. Und eigentlich läuft es ganz gut für Kevin aktuell. Also das Early Game sieht auf jeden Fall sehr souverän aus, vor allem weil er den Creep ja oben noch nehmen konnte und somit schon vor dem DK Level 2 war. Dadurch hat er auch das Creeping so ein bisschen delayed beim Undead. Jetzt muss er natürlich ein bisschen selber aufpassen, dass er hier beim Creeping gleich nicht selber zu viele Archers verliert. Vor allem, weil die meisten Spots hier immer einen Endsnare ready haben und er wird ja auch schon gerade von 2 Spots angegriffen. Ja, und das ist natürlich so eine Map, man will hoffen, dass X-Lord hier keine Illusions findet, weil der ist ein wirklich sehr großer Freund davon, das habe ich ja auch aus eigener Erfahrung schon erlebt, die ganzen Creep-Camps immer so ein bisschen zu pullen und zieht sich das dann zum eigenen Vorteil. Hat natürlich jetzt so ein bisschen die Ghoulen nicht dabei, sodass er vielleicht noch mit in die Archer reingehen könnte, ist auch nicht problematisch. Man darf auch nicht vergessen, selbst wenn er taggt, er hat immer noch den Ziggurat da oben stehen und es könnte immer wieder passieren, dass er eine Exe bekommt. Und wenn wir mal auf die Minimap gucken, sehen wir auch, dass ein zweites Ziggurat gebaut worden ist und auch die Exe, die Haunted Goldmine jetzt auch schon im Bau ist. Die Ruben Tower ist auch schon ready. Also er taggt und zieht eine Exe nebenbei. Da ist jetzt die Frage, wird er weiter auf Fiends bleiben oder werden wir da noch Gargoyles sehen? Aber ich glaube, für Gargoyles, da kommt die Crypt ein bisschen zu spät. Ja, und die Expansion von Kevin, die muss noch ein bisschen auf sich warten lassen, auch wenn der Tree of Life zwar steht, aber da unten ist noch nicht mal gecreept und der X-Lord mit der Illusion zieht er hier die Creeps raus, die den Tree of Life angreifen sollen und das Ganze von 2 Creep-Spots direkt, also sehr clever gemacht hier von X-Lord. Da haben wir einige entsnährte Archer noch und der Death Knight harassed weiter, also er hält Kevin auf allen Ebenen gerade hier auf Trab, sorgt da richtig für Stress. Unten geht es noch auf den Golem drauf, der kann natürlich nicht weggecallt werden aufgrund der Magie-Immunität, jetzt gibt es trotzdem nochmal einen Entangle auf den DK, Golem geht down, Call kommt zwar nochmal geflogen, killt ein Archer, aber das Item geht an den guten Kevin, der sich aber damit hier die Robe of the Magi sichert, aber immer wieder die Creeps, die auf die Expansion draufgehen, hat da noch einen Wisp positioniert, um zu repairen zeitgleich. Ja, aber auch wenn der Tree steht, die Exe steht eben, wie gesagt, noch nicht und noch nicht mal freigecreept das Ganze. Jetzt ausgewurzelt, also unterwegs nach unten, währenddessen hier X-Lord weiter harassed und immer wieder auf die Wisps drauf geht und also dieser Wand of Illusion, ne, der hat richtig was bewirkt hier in diesem Game gerade. Der war echt eine starke Seite. Ja, wie ich gesagt habe, also aus eigener Erfahrung, du willst nicht, dass er dieses Item kriegt. Also der holt wirklich das Maximale aus diesen 3 Illus raus und das ist natürlich verdammt ekelhaft. Man muss aber auch sagen, ganz gut gemacht von Kevin, dass er sich da nicht hat beirren lassen und den Tree direkt ausgewurzelt hat, um so direkt zur Exe zu laufen. So hätte er dann natürlich durch die ganzen Creeps, die mit der Illu gepult worden wären, wesentlich viel mehr Damage bekommen und hätte sogar das Risiko, oder wäre damit sogar das Risiko eingegangen, dass er die Exe da vielleicht verloren hätte. Sichert sich jetzt hier gerade nochmal den Ogre Major hier unten an der Natural Expansion. Der DK macht hier weiter Stress auf die Archer, kriegt
kriegt hier auch eine. Versucht jetzt hier gerade nochmal den Trapper zu stealen, hat er aber nicht bekommen. Und der Keeper in der Zwischenzeit oben auch wieder mit den Brokkolis, wie du immer so schön sagst, hier oben am Rumwüten. Also versucht auch hier wieder so ein bisschen das Gold in Kampf aus der Echse ein bisschen zu delayen. Macht er auch ganz gut. Allerdings verliert er jetzt hier unten den zweiten Archer und somit auch schon Level 3 für den Death Knight. Und der Demon Hunter muss jetzt aufpassen. Kriegt hier eine Kolnova ab. DK ist ja, wie gesagt, jetzt gerade Level 3 geworden, somit Level 2 ready. Aber schöner Detonate sichert sich jetzt auch damit Level 2 auf dem Demon Hunter, kann somit Evasion skillen. Und oben, da hört es gar nicht auf mit den Bäumen. Also da sehen wir mittlerweile mehr Bäume als Ghule oben an der Echse. Ja, der halbe Markt hier von Köln ist unterwegs. Die komplette Gemüseabteilung kämpft hier gegen die ganzen Ghule, die da sind. Und Shadowmeld auf dem Keeper gezündet. Und dieses Game erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an StarCraft. Wir kämpfen immer an 2 bis 3 Fronten zeitgleich. Unten geht es halt in jedem Zug auch direkt auf den Tree of Life drauf. Da wird nochmal repaired, kommt hier direkt an. Wir haben die ersten Gargoyles jetzt in der Luft für X-Lord, die auch da waren. Und Kevin switcht auf Hippos. Von da kommen noch weitere Wisps dazu zum Repairen. Oben immer noch im Shadowmeld hier der Keeper gegen die ganzen Ghule, die da sind. Allerdings die Expansion, die sieht nicht so gut aus. Der Hitpoint-Balken ist fast komplett schwarz. Ja, und dann, auch wenn hier nochmal ein paar Schellen verteilt werden vom Bäumchen, geht es jetzt weiter auf den DK drauf. Und das war übrigens kein Gargoyle, das war ein Hippo, den ich gesehen habe. Sorry, war kein Gargoyle, sondern Fiends sehen wir jetzt von X-Lord, der auch zeitgleich jetzt auf T3 ticht. Aber noch steht der Tree da unten und Fairy Dragons kommen auch wieder. Also von dem Unit-Mix her, ähnlicher Unit-Mix wie in Game Nummer 1. Er wird hochgestufft und im Gegenzug direkt wieder runtergestufft. Also die Heroes hier teleportieren sich fleißig hin und her. Scotty wäre stolz hier bei dem, der diesen ganzen Beam versuchen. Ja, da muss man sagen, ich finde auch das Meta bzw. der Spielverlauf auch verdammt interessant. Die Tatsache, dass X-Lord hier versucht hat, zumindest für den Anfang eine Echse zu setzen, aber dann schnell davon abgewichen ist, nachdem er gesehen hat, dass sein Early Game da doch nicht so gut war, hat sich dann doch dazu entschieden, Tier 2 zu tacken und dann auf der Hälfte des Weges zu Tier 2 die Echse zu bauen. Und da stellt sich natürlich so die Frage, wie das auch gerade bei Spielern wie Happy gegen Kao, Colorful, Lolite, wie sowas aussehen könnte, wie diese ganzen top-asiatischen Nachtelfen auf sowas reagieren würden, weil ich denke, das haben wir eigentlich fast noch gar nicht gesehen, diese Spielsituation. Und das würde mich mal wirklich brennend interessieren, wie die Top-Elfen aus dem asiatischen Raum da reagieren würden. Ja, wenn wir unten rechts in die Ecke gucken, da sehen wir jetzt ganz, ganz viel bei X-Lord, was in der Line ist. Wir haben das Attack-Upgrade, wir haben Web, wir haben eine zweite Crypt, die kommt, wir haben die ersten Statues, die jetzt kommen und eben der Tech auf T3 auf die Black Citadel, währenddessen Kevin hier weiter auf dieselbe Unit-Kombo setzt. Hat übrigens einen Scroll of the Beast gefunden, die noch ganz gut ist, zumindest bis hier Destroyer auf dem Feld sind. Dann ist das eher was, ja, was für den Gegner ganz gut ist. Und ja, beide konzentrieren sich jetzt erstmal auf Creepen, nachdem wir hier ein sehr krasses Early Game gesehen haben, mit viel hin und her, viel Attack Moves und zeitgleich eben auch Fights an verschiedenen Stellen. Jetzt gerade so ein bisschen Ruhe kehrt ein, aber die Ruhe, die könnte jetzt gleich vorbei sein, denn der Keeper ist wieder in geheimer Mission unterwegs hier. Ab geht's, unsichtbar, Richtung der Undead Main Base. Und jetzt gibt's erstmal Bäumchen. Jawohl, auf geht's. Die Gemüseabteilung ist wieder am Start. Und kommt noch ein Entangle hinterher. Ja, aktuell sehen wir keins. Übrigens, Treants auf 2 geskillt und Entangle nur auf Level 1. Währenddessen der Demon Hunter unten gerade hier schweren Bedrängnis ist, muss ich direkt zurückziehen. Da sind auch 2 Endsnares geschmissen worden von den Creeps. Undankbar natürlich hier, aber trotzdem kommt er nochmal weg. Nein, genau, dann ist Web ready und dann kommt das Web auf den einen Fairy Dragon. Der geht zumindest nochmal drauf. Der Keeper oben in der Mainbase geht auch nochmal in Shadowmeld rein. Und macht hier aber trotzdem weiterhin ganz gut. Ja, sorgt hier zumindest für Ablenkung, muss jetzt allerdings auch wieder rausstaffen. Oh, der Demon Hunter an den Creeps! Das war noch eine ganz knappe Kiste. Der Demon Hunter kommt nochmal raus. Und jetzt werden die Moonwells hier benutzt, genauso wie sich eine Heal Potion erstmal geholt wird. Und der DK mit Level 3 in der Map-Mitte. Lich noch nicht Level 3, aber viele Statues. 3 Statues hier schon für X-Lord. Ja, das war auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Kevin hier fast seinen Helden, den Keeper oder die Demon Hunter verloren hätte, denn der Demon Hunter war gerade hier am Creepen, während der Keeper oben zeitgleich auch in der Base angegangen worden ist. Also das hat er dann nochmal ganz souverän gelöst, hat ja beide nochmal saven können, hat jetzt allerdings auch ordentlich Moonjuice gefressen dafür, dass er beide Helden jetzt wieder hochheilen musste. Da hier wird auch nochmal direkt bei X-Lord die Hippo gewebt, kriegt die jetzt auch, hat auch, ja, wenn wir mal die Items mal so angucken, mit der Devotion Aura ein richtig schönes Item gefunden fürs Late Game. Ist auch schon bei 1-1 Upgrades, hat Burrow schon ready, Web ist auch schon ready. Und bei Kevin sehen wir momentan nur das Tree Upgrade quasi ready für mehr Armor und mehr Movement Speed. Und für ein bisschen mehr Armor für die Brokkoli. Und ja, X-Lord versucht sich jetzt hier an einen der wichtigeren Spots auf LR, versucht sich jetzt hier den Level 7 Warlord zu nehmen. Frage ist natürlich, wird Kevin das unterbinden? Ist auch schon auf dem Weg dahin, riecht das natürlich, dass X-Lord den hier haben will. Kommt aber wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Das Item könnte... Oh, schöner Wendorf. Klaut das Item und den Creep sogar noch. Kriegt Miller Don of Courage und
Das war stark. Jetzt nochmal einen Tangle rausgehauen, gerade auf den DK. Level up für den Lich. Deathknight in Bedrängnis, hat zur Not zwar noch sein TP, aber das war richtig stark von Kevin hier. Item und Creep geklaut. Jetzt geht's direkt ab und jetzt übernimmt Kevin hier gerade so ein bisschen das Zepter. Geht auf die nächste Field nochmal drauf. Die schmeißt nochmal ein Web auf den Hypo drauf. Weiterer Damage-Output. Ja, und jetzt ist X-Lord natürlich in seinem Element, ne? Microfights, Kiting, das ist ganz gut seins. Allerdings die Entangles, die kommen auch ganz gut an. Nächste Fiend down, direkt wieder ein Mana-Burn hinterher. Death Knight komplett out of Mana jetzt gerade. Hat noch eine Potion, die er zur Not nehmen könnte. Und ist so ein bisschen sehr offensiv hier vielleicht. Da kommt wieder ein Entangle reingeschmissen, aber sofort ein Dispel hinterher. Super schnell reagiert von X-Lord hier mit dem Destroyer. Jetzt geht's vorne wieder auf den Death Knight drauf. Death Knight läuft auf den Blight. Demon Hunter hat auch gut Damage gefressen. Also auch Kevin muss hier aufpassen, nicht zu viel zu verlieren. Und weglaufen gegen Web mit Air-Units auch immer schwierig. Wir sehen es hier. Versucht jetzt zu flüchten, allerdings verliert er drei Fairy Dragons. Ich weiß nicht, ob dann TP vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Elfen so wenig die Mana Flares von den Fairy Dragons immer nutzen, denn die Statues, die brutzeln ja wirklich permanent immer die Health und die Mana wieder hoch. Eigentlich kann man da bei all der ganzen Masse an Fairy Dragons, die man ja eigentlich hat, mindestens ein, zwei in die Form umwandeln, sodass dann immer wieder mehr Damage auf die Statues kommt. Finde ich, machen gerade auch gerade die Top-Elfen viel zu wenig in diesem Matchup. Finde ich ein bisschen schade. Hat auf jeden Fall viel Damage-Potenzial gerade auf die Statues und die Zonga eben für das Replenishment. Findet jetzt hier Legion Doomhorn dementsprechend jetzt auch mehr Movement-Speed, während X-Lord jetzt hier gerade die Echse so ein bisschen contestet. Kevin TP direkt rein. Lich auch schon direkt ohne Mana. Wird aber natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben hier 53 Supply gegen 68, 2-2 Upgrades bei 1-0 Upgrades. Also upgrade-technisch richtig weit hinten, der gute Kevin. Versucht sich jetzt ja auch nochmal am Leben zu halten. Das wird gezogen. Will jetzt hier die Fiend nochmal kriegen, kriegt er auch. Allerdings macht auch X-Lord hier wieder, wie in dem Spiel davor, wieder relativ gute Aktion mit den Fiend. Zieht die immer wieder schön separat raus. Level 4 jetzt hier für den Lich. Musste gerade nochmal einen Invoke ziehen, weil dann ein Entangle auf den Lich kam. Konnte sich auch nochmal safen. Mana immer noch zwei Potions auf dem DK. Ja, jetzt kommt allerdings nochmal das Entangle hier alles auf den Lich drauf. Sofort hier schön der Once of the Wind genutzt. Damit kann die Keule so sehr spät kommen, aber wunderbar. Der Rocky Dispel von X-Lord hier. Super schnelles Timing. Und wieder zack, direkt die Dispels hinterher. Die Destroyer haben die ganze Zeit Mana ohne Ende aufgrund des Dispels gegen die ganzen Brokkoli-Sonden. Geht's nochmal auf den Keeper drauf. Zündet gerade nochmal eine Heal Potion, versucht jetzt irgendwie rauszukommen. Der Demon hat das immer noch da vorne drin. Ganz alleine kämpft er hier gegen fast die ganze andere Armee. Zwei weitere Webs nochmal auf die einzelnen Fairy Dragons. Level up für den DK. Direkt nach Mana Burn nochmal hinterher auf den Level 5 Deathknight. Jetzt die Entangle nochmal auf den Lich drauf. Er will hier irgendwie diesen Hero Kill forcieren. Hat aber dabei selber Probleme, auf seine eigenen Heroes aufzupassen. Demon hat da immer noch hier so auf Hälfte der Hitpoints runter. Nächstes Statue wird immer angegangen. Statue zieht sich zurück. Statue geht ebenfalls down. Zwei Stück, die er kriegt. Ja, Gesichtsausdruck von Kevin ist nicht mehr ganz so zuversichtlich. Geht oben nochmal auf die nächsten Vieren drauf. Ich versuche, die wegzukommen, wird allerdings sofort jetzt hier reingeburrowt. Und da ist das GG von Kevin. X-Lord gewinnt, steht damit im Overall-Finale, ist auf dem besten Wege, seinen Titel zu verteidigen. Stark gespielt von Kevin, sehr, sehr stark gespielt, meiner Meinung nach. Aber nicht stark genug gegen X-Lord. Da ist dann doch nochmal die Macht auf der anderen Seite. Einer der besten Undeads der Welt. Da reicht es nicht, der beste Night Elf Deutschlands zu sein, um hier dann eine Map zu holen. Und X-Lord die gesamte Saison weiter ohne Map-Verlust. Bis ins Finale. Sehr beachtlich auf jeden Fall. Hat, glaube ich, auch in all den Meisterschaften, außer die Death Losses, die er mal gegeben hat, nicht ein Spiel spielerisch so verloren, glaube ich. Ja, gegen Francis. Gegen Franz, also eine Map. Eine Map, ja. Ich meine, aber ein ganzes BO3 hat er, glaube ich, noch nie verloren in der Meisterschaft. Nee. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Ja, war auf jeden Fall so. LeBron James des Warcraft. Bitte? Der LeBron James des Warcraft. Definitiv. Da ist natürlich die Frage, wer kann X-Lord hier überhaupt die Krone streitig machen? Wir haben immer wieder mal gesehen, dass da der ein oder andere Spieler war, der ihn so ein bisschen gekitzelt hat, aber nie so wirklich ganz bedrohlich war, sage ich mal, in den Seasons. Wir hatten mal einen Spyro gehabt, direkt am Anfang der Saison. Da war aber auch, dass das Finale, glaube ich, 3-1 ausging. Ja. Ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, wir haben gesehen, Kevin hat wirklich einen super Early gerade gehabt auf Last Refuge, aber da fehlt immer so ein bisschen die Erfahrung leider. Man merkt, dass er das Early Game, Mid Game immer so ein bisschen super handelt, aber ins Late Game immer ins Straucheln kommt, weil ich glaube, da fehlt ihm doch noch so ein bisschen die Routine und der Gameplan, das Ganze am Ende umzusetzen. Ja, wir sind zu fünft hier und wir haben einen Plan, das Ganze umzusetzen hier. Nicht so, wie Kevin ihn gerade leider nicht hatte, denn wir geben jetzt gleich zurück auf die Couch zur geballten Kompetenz, die da ist und auch zum Siegerinterview und werden jetzt von X-Lord, vom Meister selber hören, wie er diese Games sah und wie die Situation auch war. Und ja, da geben wir jetzt mal zurück Richtung Sofa. Ich höre gerade Interviews ein bisschen später, wird aber noch kommen. Trotzdem gehen wir jetzt auf Sofa zu diesen schönen Menschen, die da sitzen.
Ja, Slash, sehr vielen Dank, dass du geballte Kompetenz anmoderierst und dann ich hier auf dem Bild erscheine. Das ist natürlich vollkommen korrekt. Danke an den Kollegen da drüben. Upper Bracket Finale, wieder 2-0. X-Lord immer noch ungeschlagen. Wird's die perfekte Season, Remo? Es wäre eigentlich das erste Mal. Einmal mehr hat er überzeugt darin, wie stark er aufspielen kann. Ich würde sagen, vor allem auf der zweiten Map. Die Effizienz und das Level of Play, das er da gezeigt hat, vor allem als es gegen die Echse ging. Wand of Illusion auf Last Refuge übrigens. Ich habe schon mal hart dafür gelobbyt, dass das Item entfernt wird, aber wir haben es hier perfekt eingesetzt gesehen. Eine große Stärke vom X-Lord ist ja, wenn er die Möglichkeit hat, dann zu nerven ohne Ende. In vielerlei Hinsicht. Nicht nur in Warcraft. Ja, genau. Ja. Und das hat er auch hier toll gemacht. Also echt super gemacht. Die Map ist natürlich dafür auch prädestiniert. Da sind so viele Creepcamps nebeneinander. Rotes Camp reingezogen, den Ogre reingezogen. Alle Creepcamps da involviert. Und da war Kevin teilweise ein bisschen überfordert. Leicht, er hat es auch gut gemanagt noch, alles in allem. Die Echse kam dann am Ende noch hoch, aber ich glaube, es war zu langsam. Und generell die Entscheidung, die eine Echse hochkommen zu lassen und dann Two-Base zu spielen, das trauen sich die meisten Nachtelfen nicht. Hat er versucht, sah eine lange Zeit gut aus, aber am Ende mit den ganzen Fiends, mit den ganzen hohen Hero-Levels vom Undead ist sehr schwer dagegen anzukommen. Viele lobende Worte von dir für X-Lord. Wir gucken uns nochmal die Highlights an im Müllermilch-Takeover. Und Leon, vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesen Highlights sagen. Was ist besonders rausgestochen? Was war für dich so der Move, der da passiert ist? Also ich muss auch sagen, für mich war das ziemlich krass zu sehen, wie X-Lord immer einen Schritt voraus war. Ich hatte das Gefühl, er wusste genau, was Kevin spielen wird. Er hat alles drauf gesetzt, zu sagen, ich schaffe es, den Tree of Life zu canceln, ich mache einen Ghoul Rush. Er hatte alle Informationen, die er brauchte, er fühlte sich sehr sicher. Die Art und Weise, wie er einfach mit einem Helden einen Archer rausnimmt, den Creep One last hittet auf Springtime, das Item klaut, also man merkt einfach, X-Lord hat einfach den richtigen Riecher, was das angeht. Und es wird sehr, sehr schwer, ihn da herauszufordern. Da braucht man schon auch jemanden auf der anderen Seite, der auch so abgebrüht ist und das auch erwartet und dann versuchen, sich gegenseitig da sozusagen herauszufordern. Und ich glaube, er hat es auch einfach taktisch schlau gemacht. Er hat drei verschiedene Openings gespielt auf den 2,5 Maps. Ja. Auf der ersten, die leider gerestyled werden muss, hat er eine Straight-Up-Fast-Exe gespielt. Da sah es ein bisschen schwierig aus. Dann der nächste hat einfach harassed und getaggt und die Exe gecancelt. Das war auf Springtime dann, war auch ein sehr guter Move. Und dann eine Fake-Exe auf der Last Refuge, letzten Map, wo er dann später expandiert hat auf Tier 2. Und genauso, glaube ich, soll man gegen Kevin spielen, weil der ist sehr gut vorbereitet. Wenn er genau weiß, was kommt, wenn Kevin genau weiß, was kommt, hat er einen perfekten Konter parat. Aber wenn du ihn so ein bisschen im Dunkeln lässt und er nicht genau weiß, welche Variante da jetzt auf ihn zukommt, dann wird es ein bisschen schwieriger, das perfekt auszukontern. So, und jetzt ist er strategisch gut, hat auch das Micro drauf. Er stand da relativ lang rum mit dem DK und dann macht er den Last Hit Cloud noch das Item. So, das kommt dann auch noch mal oben drauf. Wenn du schon im Supply weit hinten bist und dann kriegst du noch mal so eine Schelle, tut weh, wenn man Kevin ist. Total. Also ich kann das richtig gut verstehen, auch nach dem ersten Spiel, wie es angefangen hat auf Springtime, dann das Problem da mit der Technik, dass das dann natürlich schon auch an einem nagt, weil man merkt, okay, ich hatte ein gutes Timing, ich war da an der Expansion und X-Lord hat es eiskalt ausgenutzt, hat adaptiert, hat gesagt, okay, ich tue so, als würde ich das gleiche nochmal machen, hat dann einfach angefangen mit einem Ghoul Rush. Sehr, sehr schwer. Gerade auf so einem Niveau, das auch zu antizipieren, auch als Nachtelf. Und auch das Gefühl, auch zu wechseln. Ich glaube, X-Lord ist auch jemand, der sehr, sehr genau weiß, was er tun muss. Aber wenn man ihn herausfordert, im Sinne von auch etwas tut, was er nicht erwartet, war damals bei Borderland mit Zog gegen X-Lord zu sehen, MK First. Man merkt dann, wenn es Sachen sind, wo er nicht so eine Routine hat, dann kann man ihn herausfordern. Und ich glaube, Field Dragons, da hat er einfach Bootcamp gemacht und hat wirklich dauerhaft dieses Kiten geübt, weil das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und das sah sehr, sehr schwer aus, dagegen zu spielen als Kevin, weil normalerweise sieht man diese ganzen Field Dragons und der Untote ist nur, oh Gott, ich bin überfordert, aber X-Lord hat wirklich eiskalt durchgezogen. Field Dragons von Kevin, für dich die richtige Entscheidung oder eher mit Dryads versuchen? Was sagt Coach Remo? Ich würde sagen, Fairies sind schon die richtige Herangehensweise. Wesentlich verlässlicher, wesentlich stärker im Late Game und wesentlich weniger leicht zu bestrafen mit Meatwagons vor allem. Meatwagons, das ist X-Lord gegen Dryads, wir haben es oft gesehen. Forgy hat es früher sensationell gut gespielt, aber es ist so, ja, schwierig, das perfekt runterzuspielen auf einer richtigen Map. Ich finde immer noch Concealed Hill zum Beispiel gut dafür. Aber nee, ich glaube, Fairies ist die richtige Wahl. Und interessanterweise, momentan im Meta scheint der Nachtelf der vorhersehbarere zu sein. Früher war es immer umgekehrt, wo der Nachtelf verschiedene Strategien fahren konnte. Mit Exe, Demon Hunter, One Base, Bären, Dryads, verschiedene Helden auch. Aber heutzutage, es scheint so, er muss Keeper spielen, er muss expandieren, er muss Fairies spielen. Und es gibt ein paar Varianten, wo man dann Details abändern kann, aber der Grundstein scheint da festzustehen. Ist das so? Also ich hatte das Gefühl, Lorelight mit Warden First zum Beispiel, also ich hatte jetzt mit Kevin gesprochen und hatte so ein paar Insider, weil er so mir erzählt hätte, ja, er spricht viel mit Foggy und Lorelight und die meinten halt, ja, spiel Warden.
So, und ja. Kevin war so, ja gut, auf dem Level, wie die Warden spielen, und Warden muss man wirklich, ist auch nochmal ein ganz eigener Spielstil, wie man die Map kontrolliert, wie man Timing spielt, das ist eigentlich was, wie von der Pike auf zu lernen, wie als Human auch MK zu spielen. Deswegen, ich fand, also ich glaube, Lorelight hat auch eine Map gegen Happy geholt mit Warden, und ich, das glaube ich, Echo Eye sogar, und ich fand das wirklich sehr, sehr stark. Natürlich gab es auch viele Spiele, wo er verloren hat mit Warden, aber ich fand das auch nicht schlecht. Also ich glaube, das ist schon eine Variation, die Nachtelfen auch spielen können. Ja, das stimmt. Das Detail habe ich ausgelassen, weil so eine Seltenheit ist. Warden ist so anders zu spielen. Es ist plötzlich wie eine andere Rasse. Es ist oftmals so wie Ork, ob du Farseer Headhunter spielst oder Blade Master Grunts. Ist einfach von Alpha bis Omega komplett anders. Deswegen, man braucht viel Erfahrung damit, viele Jahre von Spielen, die man da absolviert haben muss. Und die hat Kevin leider nicht. Er ist sehr gut mit seinem Keeper. Und deswegen, glaube ich, muss er den auch hier spielen. Hätte er eine sehr starke Warden, hätte ich sie gern gesehen, aber sie ist halt kein Held, den man einfach mal so auspacken kann. Wir schauen uns nochmal die Highlights an vom Match, was wir gerade gesehen haben von X-Lord gegen Kevin. Da sah Kevin auch gar nicht so schlecht aus. Map 1, du hast es gesagt, so viel Druck im Early Game. Genau hier kann man sehen, wie X-Lord super das herausspielt, nur mit dem DK. Man muss sich vorstellen, da ist nur ein Held und er schafft so viel Druck aufzuüben, dass Kevin nicht in der Lage ist, einfach die Expansion hochzuziehen. Er killt den Demon Hunter, er killt gleich sogar noch den Archer da oben. Diese Kontrolle, die er ausübt, das ist einfach erste Klasse. Das ist X-Lord nicht ohne Grund deutscher Meister so oft, weil man merkt aber solche Moves, die sieht man auch von Happy. Totale Kontrolle, er weiß genau, wie weit er es ausreizen kann. Auch hier immer wieder auf den Fersen von Kevin. Und jetzt sieht man auch, wie schnell der Demon Hunter einfach unter Druck gerät. Du willst nicht in so einer Situation sein als Nachtelf. Du willst nicht vom Supply even sein mit dem Undead. Du willst eigentlich jetzt schon so 60, 70 Supply an Fury Dragons haben, eine Expansion, die läuft. Hier sieht man auch wieder, die Statue wird rausgenommen von Kevin, was einfach ein guter Move war. Aber es ist leider zu wenig. Das Early-Mid-Game muss besser laufen. Kevin versucht es hier nochmal, versucht immer einen Fiend rauszunehmen. Aber man sieht hier auch, wie geschickt X-Lord einfach kitet. Und ich glaube, ich habe nur ein, zwei Fiends sterben sehen, vielleicht einen Destroyer mehr nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Schaden X-Lord früh ausrichten konnte. Und es ist so schwer, gegen die Top-Undeads da keinen Schaden zu nehmen, keine Archer zu verlieren, keine Helden zu verlieren, die Echse nicht cancelled zu bekommen. Und natürlich, sobald die Undead-Echse mal steht, ist es dann eine komplette Katastrophe. Wir springen rüber auf Map 2, da hatten wir das Two-Base. Aber ja, rechts unten hier, finde ich, hat sich das entschieden, im Early-Game. Wir haben schon zum Beispiel von manchen anderen Undeads, wie Kaho gesehen, dass der das Early-Game übersteht, ohne Echse gehandelt zu kriegen, ohne Archer zu verlieren. Aber wie schwer das ist zu meistern, ist fast nicht in Worte zu fassen. Und es hat vor allem damit zu tun, dass man wissen muss, wo man hin darf und wo man nicht hin darf. Und ich glaube, Kevin hat sich manchmal ein bisschen zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Ich hatte das Gefühl, auch der Steph, also ständig mit Keeper oben, immer dieses Hin und Her. Er hat dann Archer unten gegen DK verloren. Ja. Dann der Tree of Life, der wie außerhalb der Position war für die Expansion. Hier fast der Lich King, was auch echt gut gewesen wäre, leider nicht hingekriegt. Aber Kevin hat, glaube ich, das Gefühl gehabt, er muss da mithalten, hat rumgestafft auch. Und ich habe das Gefühl, Nachtelf muss mehr wirklich konstant Expansion durchziehen, nicht viel verlieren und dann ins Mid-Late-Game zu gehen. Das ist meine Meinung. Kevin auf jeden Fall nicht chancenlos, hat hier einige gute Moves gezeigt. Er hat auf jeden Fall noch eine Chance, im Lower Bracket ein Rematch zu erzwingen gegen X-Lord dann im Grand Final. Da trifft er auf Todd gegen Scars. Eure Meinung, hat Kevin da eine Chance? Auf jeden Fall. Kevin ist ein Top-Spieler, sehr intelligent, hat seine Strategien parat. Gegen Todd sehe ich weniger Chancen, einfach weil ich sein Mindset kenne und er sagt, gegen Todd hat er einfach keine Chancen. Ich finde, Mindset macht groß viel was aus. Ich finde, Spieler, die schon von vornherein sagen, ich habe keine Chancen, ist schwierig. Also ich finde, muss man schon Blut lecken und sagen, ey, ich kann diesen Spieler schlagen. Scars hingegen, glaube ich, hat Schwierigkeiten gegen Kevin. Also es wird spannend zu sehen, wer dann gewinnen wird. Und Todd gegen Scars, Top-Spiel, wird geil. Ist auf jeden Fall ein bisschen Steinschere Papier da unten im Lower Bracket, ne? Ja, was die Spieler präferieren. Und Kevin will auf jeden Fall lieber gegen Scars spielen, 100%. Ja. Gegen Todd hat er sehr viele Probleme gehabt. Und du hast schon vom Mindset geredet, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich finde, es gibt so eine Ausnahme. Wenn du gegen einen schwierigen Spieler, schwieriges Matchup spielst und alles läuft richtig, alles läuft nach Plan und hast gute Moves, dann denkst du, geil, ey, cool, läuft. Aber sobald du mal hinten liegst, dann denkst du wieder, diese verdammten Sorceress, ne? Dieser verdammte Slow, diese verdammten Mother-Teams. Also, das ist immer die große Gefahr daran. Kevin wird hier hart für Scars am Cheeren sein, aber da muss sich Scars auf jeden Fall auch ordentlich anstrengen, denn Todd kein einfacher Gegner.
Niemals, auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt einiges an Action gehabt, wir haben aber noch einen langen Tag vor uns, deswegen brauchen wir eine kleine Verschnaufspause und ihr kennt es, meine Freunde, die Techniker, die hilft uns immer kurz einmal beim Durchatmen, beim kurz Resetten. Wir bereiten dann mittlerweile das Winner-Interview und auch Scars gegen Todd vor und ihr Leute da draußen im Twitch-Chat und natürlich auch hier in der Halle können uns gerne mal zeigen, wie hyped seid ihr auf das nächste Match dank des Techniker Positivity-Meters und was gewinnen könnt ihr auch noch. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach ein Herz rein in den Chat, dann geht das Positivity-Meter los und ihr könnt Gutscheine für den ESL-Shop gewinnen. Da gibt es nette T-Shirts. Wir haben immer noch eins von vor 2,5 Jahren. Das könnten wir auch mal austauschen, glaube ich. Die Hoodies, es wird Winter. Also zu so einem Gutschein würde ich auch nicht Nein sagen, liebe ESL. Also wir schnaufen einmal durch mit der Techniker und dann sind wir gleich wieder da hier mit der ESL-Meisterschaft live aus Köln.